Und einen wunderschönen guten Abend, ihr Lieben. Guten Abend. Grüßt euch. Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe 2045 bei Design or Disaster, dem Livestream-Podcast zur Klimakatastrophe. Begrüße ich heute meinen Mitstreiter. Es ist diesmal nicht Human. Es ist jemand anders, der aber mindestens genauso eloquent in seiner Thematik unterwegs ist. Es ist der liebe Jens Brodersen. Hallo Jens. Hallo Patrick, hallo Leute. Ja, vielen lieben Dank für die Begrüßung und die warmen Worte. Ja, ich bin schon gespannt auf heute Abend, denn wir haben uns ja einiges vorgenommen. Und der eine oder andere von euch oder die eine oder andere von euch kennt Jens ja vielleicht schon aus dem Critical Infinity Podcast. Und zwar hat er uns da das ein oder andere Thema in Sachen Nachhaltigkeit näher gebracht. Du wurdest sogar von einem unserer Critical Community Fans als der Herr Drosten der Nachhaltigkeit geschrieben. Ja. Ich hoffe, das war auch als Kompliment gedacht. Ich nehme das mal so hin. Ich würde das selber so von mir nicht behaupten, aber ich freue mich trotzdem drüber. Genau, ihr Lieben im Chat, ihr seid ja dabei und wir erzählen vielleicht erstmal ganz grob, was euch eigentlich in diesem Format so erwarten wird und wie ihr teilhaben könnt, also neben der Tatsache, dass ihr zuschauen könnt, zuhören könnt. Wie immer gilt, ihr könnt im Chat aktiv sein, wenn ihr Fragen an uns, an Jens vor allen Dingen habt. Stellt die Fragen gerne in den Chat, das zu jeder Zeit. Ich werde die Fragen zu gegebener Zeit dann auch Jens weitergeben, weil wir haben so einiges vorbereitet in dieser Sendung. Also es läuft so ein bisschen anders ab wie die anderen Critical Infinity Formate. Wir haben uns wirklich Rubriken überlegt. Also es ist wirklich eine Art Magazin, was wir hier ausprobieren. Und innerhalb dieser Rubriken gibt es einen großen Teil, wo wir vor allen Dingen in den ersten Sendungen euch so ein bisschen oder vielmehr Jens euch so ein bisschen mal die Basics rund um Thema Klimawandel, Klimakatastrophe, aber auch Nachhaltigkeit, wie sind die Zusammenhänge, wie ist das große Ganze, was müssen wir eigentlich alles auf dem Schirm haben. Das werden wir sozusagen in unserem Hauptschwerpunkt als Rubrik machen. Und dann haben wir noch vier weitere Rubriken, die ich an der Stelle aber gar nicht verraten möchte, sondern euch dann damit überraschen. Und so werden wir den heutigen Abend letztendlich gemeinsam verbringen. Wichtig ist, glaube ich, auch in dem Zusammenhang, wir wollen heute Abend nicht gemeinsam in den Fatalismus abrutschen. Es ist zwar wichtig zu wissen, was sozusagen vor sich geht, auch im negativen Sinne, aber wir möchten auch natürlich ein bisschen Anregung geben und auch Informationen darüber geben, was vielleicht tatsächlich auch schon Positives geschieht, was man alles noch positiv machen könnte und wie ihr euch vielleicht auch selber aktiv einbringen könnt in Zukunft. Habe ich irgendwas vergessen, Jens? Nee, aber ich kann noch ergänzen. Also was wir gerade versuchen, ist auch so ein bisschen so ein Kunststück, weil wir einerseits sagen, wir machen es sehr kompakt, so versuchen das Wichtigste so herauszusynthetisieren und halt eben gut zu vermitteln. Und gleichzeitig soll es der Sache auch gerecht werden. Also es passt so ein bisschen zu modernen Sehgewohnheiten und hoffen, dass uns das einigermaßen gelingt. Dabei ist jetzt nicht der Anspruch, dass es jetzt alles bis in jedes Detail reingeht, sondern eher, dass man einen guten Überblick bekommt. Und dafür sind gerade insbesondere die ersten drei Sendungen da, damit wir alle auch irgendwie gemeinsames Verständnis dafür haben. Und zukünftig werden wir dann eben auch stärker auch mit Gästen und so weiter arbeiten oder eben auch mit aktuellen Dingen, die wir dann so ein bisschen sezieren. Noch was zum Titel 2045 ist deswegen auch interessant, weil wenn wir jetzt in den kommenden Jahren keine wichtigen Weichenstellungen anders stellen, dann werden wir 2045 halt eben ganz andere Lebensbedingungen vorfinden. Deswegen ist das eben als Jahreszahl interessant. Und 2045 ist auch das Jahr, in dem Deutschland entschlossen hat, komplett klimaneutral sein zu wollen. Das heißt, alles, was jetzt um euch herum irgendwie mit Energie betrieben wird und so weiter, wird dann irgendwie anders funktionieren. Und das ist ja in unserem wirklich sehr absehbaren zukünftigen Horizont. Deswegen ist das eigentlich ganz spannend. So, und da haben wir jetzt tatsächlich eine ganze Menge vorbereitet, um sich dem Ganzen anzunähern.
Sehr gut. Und bevor wir einsteigen in die erste Rubrik, nochmal vielleicht ganz kurz zu dir, Jens. Vielleicht stellst du dich nochmal einfach vor, was ist so dein Background? Ja, was muss man über dich wissen, auch in dem Kontext? Ja, das ist das glaube ich ganz gut. Also mein Name ist Jens Brodersen. Ich beschäftige mich privat jetzt also seit mehreren Jahrzehnten mit der ganzen Thematik, an einigen Stellen ein bisschen tiefer, an anderen ein bisschen oberflächlicher und eben auch immer wieder beruflich. Ich war selber Managementberater in dem Bereich, war dann selber auch mal Nachhaltigkeitsbeauftragter, arbeite jetzt auch wieder hauptberuflich in dem ganzen Umfeld. Und das treibt mich sehr um aus verschiedenen Motivationsgründen und das begeistert mich auch sehr, das ganze Thema, und teilweise frustriert es auch. Es ist so ein bisschen auch so eine Hassliebe damit. Das heißt, ich kann mich da auch beim Erzählen auch sehr begeistern und so weiter. Also bloß nicht irgendwie verschreckt sein. So was mein Wissenshorizont angeht, also ich glaube, jeder, der behaupten würde, dass Hyperobjekt Nachhaltigkeit, also Objekte, die so groß sind, dass man im Prinzip mehrere Disziplinen braucht, um es wirklich komplett so zu verstehen und zu durchdringen. Ich glaube, da gibt es nur wenig Menschen, die das von sich behaupten können, und auch die sind wahrscheinlich nicht tagtäglich wirklich auf Ballhöhe mit dem. Und das, da so dieser Experte bin ich nicht und auch Patrick nicht. Was wir beide aber gut können, ist Kompetenz, Vernetzungskompetenz zu haben. Das heißt also einerseits an einigen Stellen halt eben über Prozesse oder eben auch tatsächliche Zustände halt irgendwie ein Verständnis zu haben und gleichzeitig die richtigen Experten zusammenzubringen, damit am Ende was Gutes dabei rauskommt. Und das alles versuchen wir quasi hier. Genau. Sehr gut. Vielleicht sage ich auch noch ein, zwei Sätze, was mich mit dem Thema verbindet und was mich da umtreibt. Tatsächlich glaube ich, die ersten Berührungspunkte zum Thema Nachhaltigkeit ist bei mir so, da hieß das noch LOHAS-Bewegung. Sagt ihr das noch was? LOHAS, ja, klar. Das ist so ein Akronym. Das war auch mal eine Zeit lang im Business so ein bisschen schick, als ich noch so in den Anfängen des E-Commerce unterwegs war. Und dann habe ich da so die ersten Berührungspunkte. Und die zweite intensive und wirklich ernsthafte Auseinandersetzung mit dem Thema hatte ich in meiner Zeit bei der Karlshochschule, die ja mittlerweile oder auch zu dem Zeitpunkt, ich glaube, mit einer der ersten Sustainability Energy Management Studiengänge sozusagen entwickelt hat und angeboten hat. Und da weiß ich noch, das ist fast auch schon wieder 10 Jahre her, wo ich mit Studierenden ein Podcast-Projekt aufgesetzt habe, nämlich Abenteuer Energiewende hieß das. Ich glaube, das ist gar nicht mehr online verfügbar. Und die Grundidee damals war, dass wir die damalige Energiewende, die ja so angestoßen ist und dann, ich würde mal sagen, etwas versandet verschleppt wurde. Kommen wir doch drauf. Die wurde aus verschiedenen Perspektiven angeschaut. Das heißt, die Studierenden haben das reflektiert und haben ganz unterschiedliche Akteure interviewt. Also aus der Erzeugerbranche, aus der Netzbetrieb, aus dem Umweltaktivismus von Greenpeace und so weiter. Und das fand ich super spannend, dieses Projekt mit zu begleiten, weil auch da konnte man dann aus den verschiedenen Perspektiven so ein Gesamtbild machen. Und das versuchen wir eben auch so ein bisschen hier mit diesem Format irgendwie hinzukriegen. Und seitdem lässt mich das Thema Nachhaltigkeit auch wirklich nicht mehr los, weil für mich schon, sag ich mal, vor Greta und wie das dann wirklich in den Mainstream reingegangen ist, war das eigentlich schon für mich ein sehr dringliches Thema. Und so richtig Berührung auch als, sage ich mal, fast schon Grenzerfahrung. Ich war ja damals mit dem Soziopod, wir hatten auch so ein Versuchsexperiment, so ein Feldforschungspodcast, und wir waren im Hambacher Forst bei den Aktivisten, die sozusagen diese riesige Kohlegrube, die sich ausgeweitet hat, das letzte Stückchen Wald sozusagen retten wollten. Und ich fand das sehr, also einerseits sehr krass, sozusagen dieses Riesenloch zu sehen. Das ist ja wirklich wie Mordor, kann man sagen. Also du hast das Gefühl, gleich kommt hier die Ork-Armee aus den Tiefen der Hölle gekrochen. Und aber auch, wie engagiert die jungen Menschen dort waren, die sich dort ja diese Baumhäuser eingerichtet haben und auch wirklich mal erklärt haben, warum und so weiter. Und das fand ich sehr, sehr eindrucksvoll. Und ja, seitdem, ja, würde ich sagen, schlägt das Herz noch viel stärker in Richtung Nachhaltigkeitsbewegung oder auch Verhinderung dieser gigantischen Katastrophe, die da auf uns zurollt oder in der wir mittendrin sind, aber dazu jetzt tatsächlich so ein bisschen mehr. Human, schönen guten Abend. Du bist ein bisschen spät, das macht nichts. Wir haben das Thema extra gewartet. Gelöst. Und ja, vielen Dank.
War schön mit euch. Ihr wisst ja jetzt, was zu tun ist. Goodbye. Nein, wir fangen jetzt an. Du hast also nichts verpasst. Alles gut. Ja, Jens, wollen wir loslegen? Ja, können wir sehr gerne. Dann würde ich sagen, ich habe nämlich extra Rubrikenmusik rausgeholt. Rubrikenmusik, und deswegen starten wir mit unserer ersten Rubrik, die da wie folgt ist. The Heat is On. Das wird sozusagen unsere Schwerpunktrubrik werden. Und wir haben uns überlegt, für diese Rubrik, also da diesen Themenschwerpunkt jeweils anders zu setzen. Und wir haben gedacht, es wäre vielleicht sinnvoller für uns alle, wenn wir mal so einen Grundüberblick haben. Was ist eigentlich Stand der Dinge? Und deswegen hat Jens dankenswerterweise mal ja so eine kleine Präsentation, wenn man so sagen will, vorbereitet und so eine kleine Einführung uns geben wird, damit wir mal so ein paar Grundbegriffe und Zusammenhänge zum Thema Nachhaltigkeit, Klimakrise und so weiter uns verschaffen können. Ich würde sagen, ich übergebe einfach mal direkt an dich und an euch letztendlich, wenn ihr Fragen habt dazu, gerne in den Chat, gerne mit Frage-Doppelpunkt davor, dann kann ich das besser einordnen, und ich würde dann an geeigneten Stellen an Jens diese Fragen stellen. So. Ich übergebe jetzt. Super, dankeschön. Ja, also genau, haltet mich auf, weil ich fange jetzt an und das wird jetzt eine Tour de Force. Wir haben ja gerade eben gesagt, das sind mehrere Teile. Das heißt, heute geht es darum, was ist eigentlich los? Also was ist das Problem? Beim nächsten Mal, warum verändert sich jetzt nichts? Und das dritte wird dann sein, was müsste sich verändern? So, und bei jedem werden wir so bestimmte Sachen besonders beleuchten. Ich habe vorhin ja, und hier steht ja auch immer wieder Klimakrise, erzählt, dass es ein Hyperobjekt Nachhaltigkeit gibt, also etwas, was besonders groß ist und besonders große Komplexität hat. Und Klimawandel ist auch ein Hyperobjekt, aber ist tatsächlich viel kleiner. Und warum ist mir das wichtig, dass wir über Nachhaltigkeit sprechen? Weil dadurch, dass wir alle so uns sehr stark konzentrieren auf Klima und dann quasi als Lösung dafür haben, okay, wir müssen dekarbonisieren, also sprich, wir müssen einfach nur CO2-Emissionen oder CO2-äquivalente Treibhausgase halt vermindern und dann ist Klimawandel besiegt und dann ist alles wieder gut und wir können wachen wie bisher. Dann läuft man leider in einen Irrweg hinein, denn die Veränderungen, die wir auf dem Planeten und im Ökosystem veranstaltet haben, die sind viel, viel größer, viel weitreichender. Deswegen muss man das gesamthaft betrachten. Und ich möchte jetzt versuchen, dieses, also man könnte sich auch eine Woche drüber unterhalten, quasi in ganz wenig Folien hinein zu quetschen und das einigermaßen verständlich zu machen. Und wenn man jetzt auf Nachhaltigkeit blickt, ich muss mal kurz diese Folie anmachen, so. Wenn man auf Nachhaltigkeit blickt, dann könnte man jetzt 30 verschiedene Punkte nehmen und darüber das durchdeklinieren. Ich hatte mir gedacht, okay, was passt denn eigentlich ganz gut so als Bezugsrahmen, damit man auch irgendwie dazu auch irgendeine Verbindung spürt, und habe mich dafür entschieden, die planetaren Grenzen zu nehmen. Planetare Grenzen ist ein relativ junges, also gibt es jetzt seit 10 Jahren so das Konzept, das bedeutet, das sind Grenzen, die ein Konsortium aus Wissenschaftlern definiert hat, die, wenn sie erreicht und überschritten werden, das Überleben der Menschheit als Spezies gefährden. So, also das ist schon etwas, was dann auf einmal sehr relevant ist. Und die Frage ist natürlich, was sind diese Grenzen und wo stehen wir da? Und das wollen wir jetzt mal so ein bisschen uns angucken. Eins davon, das werden ganz viele Leute kennen. Also zumindest jeder, der 30 oder älter ist, der wird es kennen, nämlich Ozon. Ozonschicht ist etwas, die umhüllt die ganze Erde und hält UV-Strahlung oder bestimmte Wellenbereiche der UV-Strahlung ab. Wenn sie das nicht täte, dann trifft sie auf die Haut bei Lebewesen, Pflanzen und eben uns bei uns Menschen und verändert DNA. Also es macht dann krank, sprich erzeugt Krebs. Und das war in den 80ern halt ein Riesenthema, weil man gemerkt hat, okay, irgendwie die Ozonschicht hat einige Löcher bekommen. Da strahlt dann die Sonne durch, das gibt dann eben all diese ganzen Schäden. Was kann man denn da machen? Und hat sich eben untersucht, woran liegt es denn? Und Chlorkohlenwasserstoffe, also FCKW waren es dann. Und da hat man sich quasi zusammengesetzt, und das war, wie gesagt, Mitte der 80er, mit dem Protokoll von Montreal 89 wurde das dann festgesetzt. Also sprich zur Zeit, wo es auch noch den Kalten Krieg so gab und die Blöcke, hat man sich zusammengesetzt und gesagt, das müssen wir jetzt bekämpfen, und hat sich dann dafür entschieden, dieses
diese Stoffe halt eben zu verbieten, was dazu führt, dass seitdem die Ozonschicht sich wiederholt. Und das ist deswegen so ein schönes Bild, weil es einerseits zeigt, dass wenn die Staatengemeinschaft sich einig ist und man sagt, okay, hier muss sich was ändern, dann geht es ja so. Ja. Also eben hier, also Mentis Change My Life hat ja auch geschrieben, immer noch erstaunlich aus heutiger Sicht, dass wir ein weltweites Verbot von FCKW-Stoffen erreicht haben. Das wäre jetzt auch meine Frage, also wie hat man es geschafft, da relativ schnell und vehement diese Weltgemeinschaft sozusagen zusammenzuführen und sich hinter diesem Ziel zu vereinen? Und was wir ja entwickelt haben, ist ja zum einen auch der Katalysator, auch weltweit wahrscheinlich verbreitet und eben, ich erinnere mich noch so an Kühlschränke und so weiter. Weißt du dazu mehr? Mal so gesagt. Ich kann so ein bisschen educated guessen. Und zwar so ein bisschen ähnlich wie auch mit verbleitem Benzin oder Asbest. Man weiß halt, das ist sehr schädlich und man hat einen Ersatzstoff, der ähnlich viel kostet. Das heißt, es hat jetzt keinen besonders großen Schaden, so, weil ich muss jetzt nicht ganz tief in Prozesse eingreifen, sondern ich muss halt eben in dem Fall eben so dieses Kühlmittel austauschen. Beziehungsweise bei Bleiadditiven war das ja auch etwas, wo man dann klopft der Motor nicht so und dann hat man dann eben auch was anderes gefunden. Ich glaube, es hängt einerseits damit zusammen, dass damals der Durchgriff von Zivilgesellschaft auf politische Prozesse und auch Interessen auf politische Klasse vielleicht auch nicht so einfach war, dass damals eben Interessenabwägung schneller ging und dass hier der Schaden nicht so groß war im Sinne von, wir müssen jetzt nur diesen einen Teil austauschen und das ist gut. Ich finde es bei Asbest ehrlich gesagt noch ein bisschen krasser, weil bei FCKW, das hat dann ja auch gedauert so, aber war dann weg, aber bei Asbest, da musstest du ja wirklich anfangen, irgendwie auch so Wände aufzustemmen und so weiter, um was auszutauschen. Da war ja richtig, richtig viel, was man da machen musste. Mhm. So, ja. Genau, also ich das hieße zum Beispiel einmal, hat vielleicht diese ganze Hyperkonsumproduktionswirtschaftsdings noch nicht so ganz reingeschallert zu dem Zeitpunkt. Und OneWax, ich weiß nicht, ob der Richtige schreibt, vielleicht muss man das einfach stärker in den ganzen Diskurs bringen, um dieses, das geht ja eh nicht global Ding oder das, wenn nur wir das machen, Ding aufzuweichen. Also ich denke auch, das ist ein gutes Beispiel. Die Herausforderung hier ist natürlich, und wir sind ja jetzt erst bei einem Punkt von sehr vielen anderen Punkten, dass das eine relativ einfache Geschichte war. Also man hatte FCKW als schädlichen Stoff und man wusste sozusagen, das kann man ersetzen und man hatte sozusagen eine Lösung und das ging dann relativ schnell. Ich glaube, das hängt damit auch nochmal so ein bisschen letztendlich zusammen. Ja, ist auch so ein bisschen die Kürze davon, ne? Also hier passiert was, dann passiert da was und ich weiß ganz genau, wenn jetzt die Sonne strahlt, ist die Sonne mein Feind und ich entwickle Krebs. Das ist eben nicht so etwas wie in 20 Jahren haben wir dann ein großes Problem, so. Also ich glaube, die Nähe ist drauf. Und Menti schreibt noch, sprich, die Kosten des Verbots waren einfach sehr gering. Das ist wahrscheinlich oder war wahrscheinlich genauso der Fall. Und es hat ja nochmal einen kleinen wirtschaftlichen Boom-Effekt gehabt, zumindest bei dem Einbau der Katalysatoren und Kühlschränke und so weiter. Also ja, man sollte sozusagen mit diesem Narrativ so ein bisschen weiterarbeiten. Mhm. Vielleicht auch für die ältere Generation, die das noch so parat hat. Ach, das Schmackhafte, ne? Wirtschaftswachstum durch Wandel. Genau. Wachstum. Ja. So. So, ich mache mal weiter. Atmosphärische Aerosolbelastung. Das ist im Prinzip die klassische Luftverschmutzung. So. Mhm. Feinstaub und so. Ja, Feinstaub ist dabei und da sind halt eben auch bestimmte Dämpfe, Gase und so weiter, die halt einen Effekt haben können, einerseits auf, dass dann eben Sonnenstrahlung nicht wieder zurück aus der Atmosphäre rausgeht, also dass es auch so einen Treibhauseffekt hat und zum anderen halt eben, dass Menschen und Tiere das einatmen und dann eben zur Atemwegserkrankung führen und saurer Regen ist da eben auch drin. Saurer Regen ist ja auch etwas, was du und ich ja auch noch aus unserer Kindheit kennen, Waldsterben und so weiter, hat man dann lange nicht mehr gehört, aber gibt es halt trotzdem immer noch, da haben wir nachher auch noch so ein Beispiel. Also das ist ganz klassisch, das, wenn man auch so irgendwie Smog hat und so weiter. Wie würdest du sagen, nochmal, bevor du sozusagen das nächste gehst, ist das etwas, was eher zunehmend zurückgegangen ist? Also sowohl Ozonschicht, ist es heute noch so ein Riesenproblem wie damals mit FCKW? Wie ist es mit Aerosol und so? Bei Ozonschicht ist es tatsächlich so, dass
Es kommt darauf an, dass das kommt auch darauf an, welche Jahreszeit wir gerade haben und wo wir uns auf der Erde befinden. Mhm. Also zum Beispiel im arktischen Frühling, so, da ist dann die Schicht da ein bisschen dünner. So, und dort ist es auch nicht so schlimm. Also man misst das in einem Wert, der heißt, glaube ich, DU. Und wenn da der Wert halt ein bisschen höher ist an der Ozonschicht, wo ja eben wenig Leben ist, so, dann ist das okay. So, man schaut dann eben, was unter den Plätzen ist, wo tatsächlich Menschen und Tiere leben. Und da scheint momentan nicht großartig das Problem zu sein. Man hat neulich so ein riesengroßes Ozonloch irgendwo an der Antarktis entdeckt, aber gesagt, so, okay, das ist irgendwie komisch so. Aber würde ich jetzt nicht als akutes Problem sehen. Bei den Aerosolbelastungen ist es so, da hängt es auch wieder so ein bisschen mit regional und global zusammen. Regional haben wir an einigen Stellen wirklich Zonen, wo das richtig, richtig schlimm ist, wo das dann noch abregnet, giftig und so weiter. Also gerade so auch China, wo die teilweise Fabriken und Prozesse halt abstellen müssen, weil das eben schon zu viel ist und an anderen Stellen ist wenig. Da ist man sich auch nicht so richtig einig momentan, wie schlimm es tatsächlich ist. Mit dem nächsten Punkt ist es ähnlich, ja. Mhm. Dann gehen wir in die Versauerung. Genau, die Versauerung der Ozeane. Versauerung der Ozeane entsteht quasi dadurch, das Meer ist ein großer Kohlenstoffspeicher. Also sprich, ganz viel von dem CO2 geht auch eben dort mit rein und führt dann dazu, dass das Meer eben saurer wird. Also der pH-Wert verändert sich. Und das führt einerseits dazu, dass bestimmte Krusten- und Schalentiere dann eben ja nicht mehr so richtig das aufbauen können, beziehungsweise angegriffen wird. Das bedroht ihnen ihre Lebensweise. Und gleichzeitig für viele andere Tiere, die können halt nicht so schnell sich evolutionär verändern, sondern die müssen dann eben erstmal ausweichen. Das ist ja nicht so, dass der gesamte Wasserspeicher sich verändert, sondern es gibt dann auch eben Schwerpunkte, wo sich das stärker einträgt, stärker versaut. Und dann zieht dann eben halt so eine komplette Fischart woanders hin, bis sie dann irgendwann sich entweder anpasst oder dann eben auch ausstirbt. Das ist etwas, wo wir auch noch nicht wirklich an der Grenze sind, so, aber was man eben sieht, je mehr CO2 hier entsteht, desto mehr sinkt auch eben ein. Ja, vor allem klingt das sehr unberechenbar. Also wenn du so sagst, so ganze Tierarten müssen irgendwie umziehen, das stelle ich mir jetzt auch irgendwie bildlich als ein ganzes Kuddelmuddel vor, was ja sozusagen ein Ökosystem im Zweifel im Kleinen wie im Großen ziemlich heftig durcheinanderwirbeln kann, auch sehr schnell. Genau, zu dem Thema Ökosysteme, was das nämlich das bedeutet, wenn jetzt eine Art erstmal anfängt auszuweichen, dann zieht das natürlich in so einem Netzwerk aus Spezies dann enorm viel Nachsicht, was dann eben darauf reagieren muss, auf diesen Stress. Und Frage, weiß ich nicht, ob du das weißt, aber die Frage geistert vielleicht mehreren Leuten rum. Jetzt die Lecks bei Nord Stream 1 und 2, das sind ja gigantische Gasmengen und an eine riesige Methanwolke. Inwieweit hängt das jetzt, also kann man sich irgendwie vorstellen, was das, also es ist schlimm, sagen wir mal so, aber wie schlimm ist es wirklich im Vergleich, in Relation zu irgendwas? Also jetzt mal nicht auf Versauerung der Meere bezogen, sondern auf die CO2-Belastung bezogen. Da hat man tatsächlich jetzt schon Effekt berechnen können. Das ist dann irgendwie, wenn man das komplett mit der gesamten Welt vergleicht, dann irgendwo also noch kleiner als einstelligen Prozentbereich. So. Mhm. Das Spannende ist aber, dass man sofort dabei war zu sagen, wem gehört denn das jetzt? Mhm. Und da wurde dann direkt gesagt, okay, das Carbon Accounting ist jetzt aber an der Stelle, also das ist jetzt an der Stelle passiert, das heißt, diesen Schaden, den muss man jetzt aber Dänemark zurechnen und so weiter. So. Also da ist man dann eben so mit dabei. Ja, das ist halt so. Also da ist jetzt irgendwie Gas ausgestiegen. Mhm. Ein Teil davon wird jetzt in der Flüssigkeit gebunden, der andere Teil davon steigt dann eben auf und wird dann in den nächsten 30 Jahren nach oben gehen. Ist alles verloren, weil das ja noch nicht mal jetzt irgendwie in einem Prozess drin war, sondern es einfach dann, ja, okay, dann alles aufgegangen. Gut, machen wir weiter. Stimmung sinkt bei mir. Ja, da habe ich hier was Schönes, Abholzung und Landnutzung. Ja. Das wird immer gern übersehen. Abholzung, denke ich mal, ist klar. Vegetation ist ein große CO2-Senke. Das heißt, da wird CO2 drin gewunden. Wenn wir es abholzen, wächst es nicht mehr, also lagert kein CO2 mehr ein. Wenn wir sogar das Holz verbrennen, dann steigt das CO2 direkt wieder auf, wird also dann direkt freigesetzt. Und Landnutzung ist deswegen so schwierig, weil dadurch mehrere Sachen passieren. Nämlich einerseits, ich holze jetzt irgendwie Wälder ab und dann nutze ich das Land ja anders. Und wenn ich es jetzt landwirtschaftlich nutze, dann bedeutet das meist, dass dann etwas da ist, was dann weniger CO2 bindet, weil ich mache ja nicht den Wald weg und baue einen neuen Wald drauf, sondern das entsteht dann gerne mal, dass das genutzt wird für Tierfutter oder um Tiere dann eben da weiden zu lassen. Beides hat halt eben wieder einen negativen CO2-Effekt, also im Sinne von mehr Emissionen. Oder
oder ich baue eine Straße drauf. Und das ist einerseits blöd, weil dann Autos drauf fahren oder irgendwas anderes, aber selbst auch wenn Siedlungsbau da ist, die Fläche ist versiegelt dann, so, weil dann kannst du was drauf bauen. Und das Problem ist, was viele nicht wissen, der Boden selber ist auch ein ziemlich großer CO2-Speicher. Also gerade hier in Deutschland so, da speichert der Boden fast viermal so viel wie die Vegetation, die drauf wächst. Und dem, wenn ich den dicht mache, dann ist da Essig mit Speichern. So, das heißt also, das ist tatsächlich ein Bereich, der in ganz viele Richtungen ausstrahlt und deswegen ziemlich wichtig ist. Und unter anderem deshalb schaut man sehr gebannt nach Brasilien auf die Wahlen. Das Ergebnis steht ja jetzt zumindest vor der Stichwahl fest. Also es wird eine Stichwahl geben zwischen Bolsonaro, der ja quasi das Sinnbild für Abholzung in Brasilien ist und Brasilien wahrscheinlich mit einer der größten Waldgebiete, die wichtig wären zu erhalten. Ja. Wir sind gespannt und hoffen, aber ich bin mir ehrlich gesagt auch nicht sicher, ob sozusagen der Herausforderer da konträrer Ansicht ist, weil natürlich das auch ein großer Wirtschaftsfaktor in Brasilien nach wie vor ist. Keine Ahnung. Ja. Wir werden sehen. So, gehen wir weiter. Und zwar biogeochemische Kreisläufe. Total geiles Wort. Also das, man verliest sich da immer automatisch, wenn man das irgendwie sieht. Bevor du reingehst, noch ganz kurz. Ja, bitte. Zinoberette schreibt noch, aus trockengelegten Moore in Deutschland tritt dann jährlich ein Vielfaches an CO2-Äquivalenten aus ca. 52 Millionen Tonnen. Bezieht sich, glaube ich, auf die Info von Mentees, der geschrieben hat, die Lecks der Pipelines Nord Stream 1 und 2 führen nach Berechnung des Umweltbundesamtes zu 7,5 Millionen Tonnen CO2. Genau, also Menti schreibt dann noch 4 Promille Humusanteil im Boden und wir hätten die Klimakrise gelöst. Was ist eigentlich aus dieser Initiative geworden? Aber das fragen wir vielleicht später. Ja, das also auch diese ganze Sache von wegen, wollen wir noch Torf verwenden und so. Das, also da gab es auch so ein paar interessante Sachen, die wir vielleicht im nächsten, also genau, beim nächsten Mal besprechen können, weil das eben auch so in Richtung Politik geht. Einmal ganz kurz der Teil hier, das meint Phosphor und Stickstoff. Beides sind Prozesse, die halt ganz normal in der Natur vorkommen, deswegen auch Kreisläufe sind, aber eben auch in der chemischen Industrie stattfinden und auch eben in der Landwirtschaft. Jetzt klingt das erstmal ungefährlich, das hat aber, wenn das jetzt bestimmte Grenzen erreicht, dann zwei Wirkungen, nämlich Phosphor führt dazu, dass in den in Flüssen und Meeren es zu Sauerstoffabbau kommt. Das heißt also, so, was da drin lebt, hat nichts mehr zu atmen. So. Und bei Stickstoff ist das ganz spannend, weil Stickstoff ist etwas, was sehr stark als Dünger eben eingesetzt wird in der Landwirtschaft und dann eben durch diese landwirtschaftlichen Prozesse dann irgendwann auch als Flüssigkeit in unser Grundwasser und auch unser Trinkwasser kommt. Und dieses Nitrat, das nehmen wir dann eben auf als eben Flüssigkeit, weil das eben nicht immer sauber herausgefiltert werden kann. Und das zerfällt dann im Körper in zwei Stoffe, nämlich einerseits in Nitrit und zum anderen als Nitrosalmine. Und das eine ist eben giftig und das andere ist eben krebserregend. Und das sind Dinge, die einfach passieren. Und wenn wir ja hier uns gerade die planetaren Grenzen angucken, dann ist halt eine Höhe, also ein großer Anstieg davon sehr gefährlich, weil das eben auch nicht ohne weiteres dann aus den Kreisläufen verschwindet. Das heißt, das wird sich dann weiter dann so durchziehen und uns dann langsam vergiften und die Meere eben auch. Oniva hat noch eine Frage zum Thema Ozean und Meere. Er schreibt, hab mal gesehen, dass Schleppfischnetze oder wie die heißen, den Meeresboden vernichten und der Meeresboden wohl mehr CO2 bindet als Wälder. Stimmt das? Boah. Also ich habe mir ja so, ich bin jemand, der dann irgendwie sagt so, ja, nein und das nicht genau weiß und an der Stelle weiß ich es nicht genau, müssen wir mal nachgucken. Genau, so. Er empfiehlt in dem Zusammenhang, er hat es gesehen in der Doku Seaspiracy. Mit dem Meeresboden. Wir checken das mal nach fürs nächste Mal und greifen das dann nochmal auf. Oder ihr recherchiert es parallel, ihr fleißigen Bienchen im Chat und dann können wir das nochmal nachtragen. Okay, weiter geht's. Sehr gut. So, Süßwasser. Süßwasser, total spannend. Wir haben ja relativ viel Wasser auf dem Planeten, aber das, was jetzt irgendwie Pflanzen, Menschen, Tiere und so weiter aufnehmen können, ist halt eben Süßwasser. Und Süßwasser gibt es halt nur 2,5% allen Wassers ist Süßwasser. Und es läuft halt eben auch in Kreisläufen. Das heißt, man unterscheidet zwei Wasserarten. Das grüne Wasser, das ist das, was im Boden
und eine Bodenfeuchte drin ist. Und das blaue Wasser, das ist eben Oberflächenwasser, also sprich und eben Grundwasser. Das sind zum Beispiel Flüsse und Seen und dergleichen. Und wenn jetzt so ein Fluss zum Beispiel entspringt aus einer Quelle oder meinetwegen aus einem Gletscher und dann läuft er halt eben Richtung See, dann sorgt es eben dafür, dass durch die Fließgeschwindigkeit und durch Wetter und so weiter, dass sich eben einträgt in das Gebiet drumherum. Und Grundwasser ist halt eben Wasser, das jetzt erstmal so noch da ist und sich dann eben teilweise auch wieder auffüllt durch Wetter. Was passiert jetzt allerdings, wenn es jetzt irgendwie an einigen Stellen halt eben heißer wird oder man Süßwasser sehr stark verbraucht, dann wird es eben schwieriger, dass diese Kreisläufe noch bestehen. Beispielsweise, wenn der Gletscher alle ist oder die Quelle versiegt, fließt halt eben weniger Wasser, irgendwann kein Wasser mehr, so, und dann fällt das eben aus und dann kommt es eben zur schrittweisen Versteppung. Und das ist genau der Prozess, den wir jetzt die letzten 50 Jahre beobachten können, in der unsere Wüsten um 40% gewachsen sind. Das ist halt ein Prozess, der genau so dann entsteht. Wer jetzt heute sich erinnert an den Sommer, noch vor 7 Wochen, so rein, ne, sonst immer riesig breiter Fluss, an einigen Stellen dann wirklich trocken gelaufen. Das ist genau das, was wir da sehen. Wenn ich jetzt Frank Thelen wäre, würde ich ja sagen, was ist denn das Problem? Wir haben doch ganz viel Salzwasser, das können wir doch einfach abkochen und dann haben wir doch wieder Trinkwasser. Ja, das ist tatsächlich etwas, was seit ein paar Jahren in etwas reicheren Ländern so um die Äquatorzone auch probiert wird. So, also man kann natürlich Meerwasserentsalzungsanlagen halt eben aufbauen, sind halt eben sehr energieintensiv und damit kostet etwas, was sonst halt eben gratis da ist, halt eben Geld plus. Die Ökosystemleistung fehlt ja. Also dann hast du vielleicht Wasser für die Menschen, die da leben, aber die ganze Vegetation muss ja trotzdem drumherum sprengen. Also man kann bestimmt durch Innovation und irgendwie geschickte Business Models versuchen, das irgendwie alles aufzubauen, aber das ist halt ein Vielfaches an dem, was die Natur ganz normal, wenn man sie lässt, dann irgendwie so liefert. Okay. Schade, aber Frank ist dran. Ja, sicher. Einbringung neuartiger Substanzen. Das ist tatsächlich eine meiner Lieblingskategorien. Das ist so ähnlich wie mit der Aerosolbelastung. Nur da wird es halt noch ein bisschen konkreter. Da geht es zum Beispiel um nukleare Stoffe, die eingebracht werden. Da geht es aber auch um Mikroplastik. Da geht es um alle möglichen Dinge, die halt eben durch Wirtschaft und chemische Prozesse und durch Abfall halt eben in die Ökosysteme kommen. Dazu gehört aber auch Neobiota, also sprich, wenn jetzt zum Beispiel durch Globalisierung Tiere oder Pflanzen verschleppt werden in Bereiche, wo sie nicht hingehören, das gehört da alles dazu. Und jetzt können wir mal einen kleinen Fun-Part machen. Und zwar, jeder von euch, der in der Nähe vielleicht gerade irgendwie sein Portemonnaie da hat oder so, oder sonst irgendwie so eine Kreditkarte, der kann die mal rausholen. Mhm. Und einfach mal so in die Hand nehmen und mal ein bisschen hin und her wiegen. Und das ist ziemlich genau das Gewicht an Mikroplastik, was jetzt gerade in eurem Körper ist. Mm. Also wenn du, da gibt es natürlich mehr und weniger, man scheidet auch ein bisschen was aus und so, aber das ist halt relativ neu noch am Anfang der Forschung, aber man hat eben herausgefunden, dass Mikroplastik durch die verschiedenen Prozesse, denen wir ausgesetzt sind, Nahrung, Wasser und so weiter, auch wieder in uns zurückgelangt. Okay. Also sprich, Plastikflocken greifen sich aneinander, werden immer kleiner und so weiter. Und da Plastik halt eben sehr lange stabil ist, bleibt das dann eben auch so, dass es dann immer so Kleinstflocken gibt, die gelangen in den Körper. Und da stellen die eine ganze Reihe Sachen an. Das weiß man aber nur noch nicht richtig. Also so Tierversuche haben so ein paar Sachen gezeigt und so. Und man weiß auch, Plastik hat bestimmte chemische Eigenschaften, kann hormonähnlich wirken, kann teilweise auch Krebs erzeugen und so. Da ist man sich nicht richtig einig. Ich glaube auch so ein bisschen, dann möchte man sich sehr sicher sein, bevor man da die Alarmglocke schlägt. Aber das ist etwas, das nennen halt Wissenschaftler auch die Plastikzeitbombe. Das heißt, alles, was wir so an neuartigen Substanzen einbringen, das ist dann nicht weg, sondern das bleibt dann eben teilweise für länger im Ökosystem, wenn wir es jetzt irgendwie nicht sicher entsorgen. Und so kommt es dann wieder auf uns alles zurück. Was soll da schon schiefgehen mit einer Kreditkarte im Körper? Genau. So, und Klimawandel. Klimawandel kennen wir jetzt schon, haben wir alle schon gehört. Also dadurch, durch die Art, wie wir wirtschaften und durch teilweise auch eben natürliche Prozesse entstehen halt eben Treibhausgase, die steigen auf, sorgen dafür, dass eben die Hitze, die von außen durch die Sonne kommt, auf den Planeten nicht wieder entweichen kann. Das wärmt den Planeten auf und das führt dazu einer höheren Temperatur auf dem gesamten Ökosystem Erde. Und hier gibt es ein großes Problem, was die Leute immer haben beim Verstehen. Weil sie hören Temperatur und glauben, das bedeutet dann Wetter.
Also wenn Sie hören, hey, das wird 2 Grad wärmer, denken Sie, oh, 2 Grad wärmer, ist doch super. Ist doch super. Wir haben gerade 16 Grad, 2 Grad wärmer, ist doch geil. Aber das ist genau das, was es nicht ist. Und da gibt es ein schönes Beispiel, finde ich, wenn man mal in die Paleo-Klimaforschung guckt. Es gab ja schon mal andere Erdzeitalter und durch Einschlüsse im ewigen Eis kann man eben rausfinden, was für ein Wetter da war, was für eine CO2-Konzentration und so weiter. Das ist eben ein großer Teil dieser Wissenschaft. Und das Spannende ist, wenn wir uns alle mal an den Geschichtsunterricht zurückerinnern oder meinetwegen auch Biologie oder Geografie, dann haben wir mal von Eiszeiten gehört. Und das war ja gerade hier in Europa ein wichtiger Teil unserer Vorgeschichte. Und dass da eben Kilometer hoher Eisschild hier war. Also hier, wo wir jetzt hier in Mitteleuropa sitzen, 1 Kilometer hoch Eis. Und jetzt kann man mal überlegen, wie viel kälter war denn wohl die Erde, um das zu erzielen? Und die Zahl ist tatsächlich 5 Grad. Also der Unterschied zwischen 1 Kilometer hohem Eis und nicht sind 5 Grad. Und gleichzeitig hat man auch untersucht, es gab auch mal Zeiten, wo es wärmer war, bei plus 4 Grad hat man in der arktischen Zone, also oben am Nordpol, Krokodile gehabt. Und man hatte eben auch Pflanzen gefunden, die zu der Zeit dort gewachsen sind. Also es ist wirklich spannend zu sehen, was für einen Unterschied diese paar Grad machen, weil eben diese paar Grad im System eben andere Auswirkungen oder größere Auswirkungen auf das Wetter haben. Und das, weil das eben beides mit Grad zu tun hat und so weiter, so fängt man an, das irgendwie durcheinander zu werfen. Das ist ja auch ein beliebter Trick. Also da spielen dann eben auch Leute, die Interessen vertreten, dass sich nichts ändert. Dann spielen die auch bewusst damit. Und dann kommt dann irgendwie der Senator mit dem Schneeball halt in den Kongress und sagt, so, hör mal, es schneit, es kann ja keinen Klimawandel geben. So, aber das hat damit nichts zu tun. Und was mir immer ganz gut hilft bei diesem Bild der feinen Gradunterschiede, ist ja die eigene Körpertemperatur. Also quasi von Normallevel zu ab wann sterben wir. Und das sind wenige Grad einfach. Also ab, ich glaube, 42 Grad ist Feierabend. Und wir laufen sozusagen kontinuierlich so bei 36, 6, vielleicht 37 manche, je nachdem, oder ein bisschen kälter. Das heißt, wir haben ja auch gerade mal, wenn überhaupt, wenn es hochkommt, so 4-5 Grad. Und das heißt auch irgendwann, wenn sozusagen die Außentemperatur so hoch ist, kriegt unser Körper das überhaupt nicht mehr geregelt. Das ist ja auch der Grund, warum wir so fertig sind, auf der Couch rumliegen, wenn wir wieder Hitzewellen haben. Univar schreibt noch, weiß nicht, ob du das weißt, er fragt, ist zum Thema Plastik. Ist Bioplastik eine realistische Lösungsoption, was Plastik betrifft, oder eher weniger schlimm? Also ich glaube, die Frage ist berechtigt. Ich glaube, man muss eher systemisch daran gehen. Ich glaube, man muss ganz anders darüber nachdenken. Diese Art von, wie wir Overconsumption haben, müssen wir generell überlegen. Weil selbst wenn wir jetzt das schaffen, irgendwie Plastik oder einen Werkstoff zu haben, der in sich selber zerfällt, lösen wir damit halt eben andere Probleme trotzdem immer noch aus. Also du hast dann vielleicht weniger, dass du dann irgendwie so ewige Chemikalien hast und so weiter, die so rumliegen, aber trotzdem das systemische Problem erklärt sich mit. Da kommen wir aber nochmal drauf, also unbedingt nochmal dran erinnern, weil da haben wir wahrscheinlich bald noch ein ähnliches Beispiel, über das wir sprechen. Also ich kann dir mal so ein kleines Zwischenfazit von mir, also ich weiß, es kommt ja noch ein Punkt, aber so als kleine Gefühlszwischeneinlage. Ich habe so das Gefühl, wenn ich all das höre, wir dürften doch eigentlich Tag ein, Tag aus nichts mehr anderes machen, als uns als Menschen zu überlegen, wie wir diese mannigfaltigen Probleme sehr, sehr schnell lösen. Also mit was wir uns sonst so alles beschäftigen. Also das zeigt ja für mich eher, es gibt noch 0,0 Problembewusstsein. 0,0 Problembewusstsein. Also ja, oder so. Höheren Politiker. Also klar, viele Leute ja, aber entscheidende Leute nein. Ganz genau. Also das ist ungefähr so, als würden wir jetzt tatsächlich den sprichwörtlichen Kometen haben, der auf die Erde zupasst. Oder meinetwegen halt irgendwie zum Beispiel eine globale Pandemie. Also immer dann, wenn wir uns versammeln können hinter einem Ding so, dann sind wir ja durchaus in der Lage, das irgendwie zu regeln. Und hier haben wir jede Menge Dinge so. Aber wir sind noch nicht wirklich an dem Punkt, dass wir sagen, wir müssen was tun. Und ich glaube, das hängt so ein bisschen mit dem zusammen, was gleich noch kommt, weil das eben sehr abstrakt ist. Und viele glauben halt, irgendwie hat mit mir nichts zu tun und auch mit der nächsten Generation nicht, ist ja egal. Okay. Letztes, glaube ich. Ne? So, und der letzte Punkt, Biodiversität. Und das ist, da werden wir uns heute ein bisschen mehr mit beschäftigen.
Biodiversität bedeutet halt eben die Vielfalt von Arten im Bereich, halt eben Pflanzen und Tieren und so weiter. Und da, man kann eben messen, wie schnell die unter sonst gleichen Bedingungen aussterben würden. So, da kann man eben historisch kann man das nachlesen und so, ist die sogenannte natürliche Aussterberate. Und wir haben das geschafft, jetzt in den letzten 80 Jahren, die um den Faktor 1000 zu erhöhen. So, und wir haben jetzt, ich guck mal ganz kurz auf die Uhr, wie lange wir schon sprechen. Wir sprechen jetzt hier knapp, boah, so bummelig 30 Minuten. Während dieser Zeit sind jetzt 3 Tierarten schon ausgestorben. Also so hoch, oder eben Pflanzenarten. So, ne? Also so hoch ist gerade die Aussterberate. Und das hängt direkt damit zusammen, wie wir in diese Systeme eingreifen. Wir kommen da nachher noch ein bisschen genauer drauf. Und wir haben es geschafft, halt eben eine sehr hohe Prozentzahl von bestimmten Lebewesen einfach zu vernichten. Und das Thema dabei ist, jetzt kann man natürlich sagen, was interessieren mich denn hier die Eisbären und die Pandas und so weiter? Fair point. Allerdings, das ist hier ein Raumschiff, auf dem wir sind, Raumschiff Erde, und dieses ganze Raumschiff ernährt uns. Und die Komplexität der Zusammenhänge, wie diese Ökosysteme funktionieren, ineinander greifen und vor allen Dingen, wie wir davon abhängig sind, das haben viele noch nicht verstanden. Da kann man ja auch keinen Vorwurf von machen, weil das ist jetzt auch nichts, was man in der Schule lernt. Und viel hat man erst in den letzten Jahrzehnten wirklich gelernt. Aber ich gebe mal ein Beispiel. Wenn ihr jetzt rausgehen würdet und in die Erde greift und dann irgendwie so eine Handvoll Erde rausholt, dann habt ihr da drin ungefähr so viel Lebewesen, wie es halt eben Menschen auf der Welt gibt. So. Also sprich, das ist ein ganzer Haufen von Mikroorganismen und so weiter, die da drin sind und die Dinge zum Wachsen bringen. Ohne die hast du im Prinzip toten Staub und dann kannst du da ein Setzling reinsetzen und es wird nichts passieren. Das heißt, diese Erde, die so fruchtbar ist, die brauchst du, damit der Mensch was überhaupt zu ernähren hat. Weil das Ganze von wegen, wir machen jetzt was in der Petrischale und so weiter, alles geschenkt. Wir reden ja hier davon, dass wir irgendwie 8 Milliarden Menschen ernähren wollen. Und Biodiversität ist dafür ein wichtiger Punkt. Denn genauso wie halt irgendwie Tierarten aussterben, stirbt dann eben auch Boden aus, der wird dann trocken bzw. weniger fruchtbar und so weiter. Auch die vielen anderen Punkte hängen natürlich damit zusammen. Und wenn du anfängst, darauf was wachsen zu lassen, muss es auch bestäubt werden. Das geht aber nicht, wenn du vorher alle Insekten vernichtet hast und so weiter. Das heißt, in diesem fein austarierten System, wenn du da bestimmte Sachen rausziehst und so weiter, dann verändert sich das System. Und wir sehen immer mehr, dass sich verändert zu Ungunsten der Spezies Mensch. Und deswegen ist Biodiversität tatsächlich ein sehr, sehr wichtiges Thema, was auf Basis seiner Abstraktheit und seiner Komplexität aber nicht so richtig verstanden wird. Nur da sind wir relativ dicht dran und da kommen wir jetzt gleich auch drauf. Einschub für Fragen. Eine von Bela Funk bezieht sich nochmal auf Wahrnehmung, Veränderung und Dringlichkeit. Sind die Zeiträume, in denen die Veränderungen geschehen, möglicherweise zu lange, zu langsam, dass wir als Menschen die Dringlichkeit nicht erkennen? Ja, das zum einen und zum anderen Attribution, also im Sinne von, das passiert und das ist davon die Folge und den trifft's. Wir haben einfach ein großes Problem auch damit, dass nämlich jetzt auch schon die ersten Folgen halt nicht die treffen, die das verursachen. Und auch, dass wir dieses Problembewusstsein nicht, also es gibt natürlich einen Lash, so, und es gibt natürlich auch viele andere Leute, die irgendwie rumlaufen und dann irgendwie ganz viele Sachen dazu erzählen. Aber das ist ja alles gut und schön, aber du musst da wirklich nachsuchen. Du hast gerade eben das richtig gesagt, Patrick, die Dringlichkeit des Themas und die Größe des Themas würde eigentlich bedeuten, dass es unser Morgen- und Abendgebet ist. Das müsste eigentlich jeden Tag, müsste es eigentlich wie ein Wetterbericht etwas davon in der Zeitung geben, so. Und ich glaube, ein Teil des Problems ist auch, dass wir zwar irgendwie weiß man, da ist irgendwas mit Klima und Nachhaltigkeit, aber so richtig ins vordere Teil des Bewusstseins, dass es jetzt heute ein Problem ist, ist es noch nicht. Also mir fällt tatsächlich als Bild ein, wenn man zurückgeht, weg von all unseren modernen Wirtschaftssystemen und so weiter. Ich glaube, es gab eine Zeit, wo der Mensch tagtäglich nichts anderes gemacht hat, als sich zu überlegen, wie kann ich mich repositionieren, wie kann ich Nahrung haben. Ja. Bis hin, daraus sind ja Religionen zum Teil entstanden und irgendwelche Abergläube, also man macht irgendwelchen Regentanz, weil man dann die Felder bewässern will und so weiter. Also da war der Lebensmittelpunkt die eigene Reproduktion. Das haben wir sozusagen dankenswerterweise durch den Kapitalismus gelöst, haben dadurch aber andere Probleme an Bord geholt und das ist vielleicht tatsächlich auch eine mögliche Richtung auf die Frage oder die skeptische Anmerkung von Humann, der Folgendes sagt, aber machen wir Menschen nicht immer Probleme für die Natur? Also alles, was wir tun, wird Probleme nur verschieben oder anders ausgedrückt, indem wir Menschen sind, entfremden wir die Natur. Wir können es gar nicht tun.
Ja, das ist natürlich eine super Frage, beziehungsweise das ist eine super Anmerkung. Ich glaube, das kommt darauf an, an welcher Stelle des Menschen man eben schaut. Jetzt gibt es die Spezies Mensch schon länger, so, und wenn wir uns nur auf Sapiens, also Homo sapiens, beschränken, dann sieht man ja eine deutlich geringere, deutlich geringeren Impact auf Ökosysteme, auf Klima und so weiter. So bis ungefähr etwas nach dem Beginn der Industrialisierung. Da merkt man dann, dass es losgeht. Und davor hatten wir ja auch irgendwie Marktwirtschaft und die Leute wurden 70 und wir hatten halt irgendwie Leute wie Mozart, Beethoven und so weiter. Also wir hatten da ja auch eine ganze Menge, auf das wir auch heute irgendwie zu Recht stolz sind. So. Und dann haben wir angefangen, bestimmte Dinge zu machen und das hat eben sehr große Einwirkungen. Also dieser Punkt von wegen wirken wir auf das System ein, ja klar, weil wir halt eben auch in unser, von dem, was uns eingegeben ist und was uns an Möglichkeiten gibt, eine ganze Menge Möglichkeiten gibt, halt mit der Umgebung zu interagieren und da eben Dinge zu machen, Werkzeuge zu bauen und so weiter, Dinge zu schaffen. Aber sie hat uns gleichzeitig auch einen Verstand gegeben, um verantwortlich zu handeln. Das heißt, wir können uns dafür oder dagegen entscheiden. Und deswegen sage ich so dieses, ja, du hast schon recht. Also ich glaube, die Möglichkeit ist immer da, aber wir können uns entscheiden. Und wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir als Menschengeschlecht uns diese Entscheidung halt stellen müssen, gesamthaft. Ich würde es so ein bisschen vulgärer ausdrücken. Wir müssen ja nicht zwingend dort scheißen, wo wir essen. So. Die Frage von Belafunk aus seiner Sicht, die Frage ist meines Erachtens eher, wie kann ein Leben in Klammern Kapitalismus, Fragezeichen, ich weiß nicht, ob ich Kapitalismus mit Leben gleichsetzen würde, im heutigen Wohlstand gestaltet werden, ohne den Lebensraum zu nachhaltig zu zerstören, zu belasten und Ressourcen unwiederbringlich zu verbrauchen. Ich glaube, das ist nochmal so eine Riesenfragestellung, die wir wahrscheinlich eher im Laufe der Sendungen auch beantworten, weil natürlich die Art, wie man lebt und nicht nur die Tatsache, dass Menschen auf diesem Planeten leben, sondern wie sie es tun, das hat nochmal Auswirkungen auf Beschleunigung, Entschleunigung von gewissen Dingen, die wir gerade eben gehört haben. Und wenn sozusagen der Kapitalismus als einzig denkbare Form dasteht, um das heutige Leben zu repräsentieren, dann würde ich fast sagen, ja, das hat ja erst uns dahin geführt, wo wir jetzt gerade sind. Deswegen kann man diese Frage natürlich unterschiedlich beantworten. Also ich glaube, den Status quo jetzt lässt sich nicht so einfach fortführen, wenn das Ziel ist, den Status quo zu verändern. Also ich glaube, wir werden auch die Frage sollten wir zurückstellen, weil sie halt spannend ist und richtig so. Das ist wirklich eine zentrale Frage. Die werden wir in einer der weiteren Sendungen auf jeden Fall noch sehr eng beleuchten. Was ich aber vorher schon mitgeben möchte, ist halt dieses so, define Wohlstand. So, ne? Also wir haben halt Wohlstand auch immer mit etwas von so, ja, je mehr ich konsumieren kann, je mehr ich verbrauche, desto besser. Und vielleicht brauchen wir einfach einen neuen Begriff des, was Wohlstand bedeutet. So, und da kommen wir bestimmt auch drauf. Okay, ja, wir haben es jetzt durch die erste Folie geschafft, in knapp einer Dreiviertelstunde. Ich werde mal jetzt mal weitermachen, Wie glaube ich, viele weil wir haben Folien da haben noch, wir noch? da ist noch einiges über. So, ne, also die ganzen Geschichten sind hier für uns tatsächlich ein Problem. Und jetzt haben wir uns ja die ganze Zeit gefragt, so, wie sieht es denn damit aus? Ja, also so sieht es momentan aus. Also orange bedeutet, da haben wir momentan tatsächlich ein Problem, beziehungsweise sind in einem Zustand, der das Überleben der Spezies Mensch gefährdet. Und da sind wir halt in Climate Change, das wissen wir ja. Bei Biodiversität sind wir insbesondere im Bereich der Aussterberate da schon drin. Süßwasser ist dieses Jahr zum ersten Mal gerissen worden, dass man eben gemerkt hat, okay, es gibt große Veränderungen in Süßwasserkreisläufen, die für die Menschheit gefährlich sind. Landnutzung und Abholzung viel zu weit, neue Einträge von eben neuen Entitäten halt eben sehr groß und eben auch die Stickstoff- und Phosphorkreisläufe. Das heißt, wir haben von diesen ganzen Dingern, wenn man jetzt im Süßwasser noch mitzählt in diesem Jahr, im Prinzip sechs von diesen neuen Grenzen schon erreicht. Und das ist, jetzt kommen wir, das ist jetzt auch der Gag, warum ich vorhin eingeleitet habe mit von wegen die Nachhaltigkeitsfrage ist viel größer und viel gefährlicher, weil Klimawandel nur eins ist, aber Carbon Tunnel Vision können wir uns nicht leisten, weil uns nämlich dann hinten ganz andere Sachen abschmieren. Das heißt, wir müssen da wirklich gesamthaft drauf schauen.
Und es gibt noch ein zweites Modell, das ist quasi dasselbe. Das ist dieses von Kate Rutherford, das Donut-Modell. Draußen sehen wir wieder die planetaren Grenzen und ihr gegenwärtiger Status. Drinnen sehen wir die sozialen Dimensionen. Weil bei alledem, was wir gerade besprechen, ist ja so, dass der Mensch und alles, was in Gesellschaft passiert, gar nicht beleuchtet wird. Ist aber ja auch ein großes Problem und hängt teilweise an ähnlichen Dingen. Und die hat eben gesagt, wie sieht denn das aus jetzt hier? Wie ist das mit Teilhabe an Wasser, Natur, Essen, Gerechtigkeit und so weiter? Und hat den Teil mal gemessen. Und das heißt, man liest dieses Modell so, alles, was in diesem grauen Bereich ist, in der Mitte, der Donut, dann sind wir in der sicheren Zone, solange nichts rot nach innen oder nach außen auspiekt. Ja, und deswegen sieht man auch, warum die Klimabewegung halt immer von Klimagerechtigkeit redet, weil halt eben nicht nur draußen wir uns gerade unsere Lebensgrundlagen zerstören und das heißt halt die nächsten zwei Generationen, dann ist dann irgendwann Ende. Und unten sehen wir dann auch, währenddessen tun wir uns auch gegenseitig sehr weh. Das heißt, wir müssen uns jetzt wirklich mit diesen zentralen Zivilisationsfragen auseinandersetzen. Wahnsinn. Ja. Also es ist wenig nicht rot, sagen wir. Genau, es ist tatsächlich viel los. Und das Spannende, und jetzt ist nämlich, jetzt kommt nicht der noch eine weitere Pointe für diesen Gruselteil. Diese ganzen planetaren Grenzen, die haben auch Rückkopplungseffekte und teilweise auch verstärkende Effekte. Also ich gehe da jetzt mal schnell mal durch. Also wir wissen, Ozonschicht hat eine Wirkung auf Biodiversität, weil wenn die Ozonschicht dünn ist und eben die Strahlung durchkommt, so, dann ist halt eben die Sterberate von Lebewesen höher. Klimawandel verringert Biodiversität dadurch, dass eben einfach Lebewesen sich nicht so schnell anpassen können. So, ne? Also Evolution ist ja etwas, was sehr langsam geht, also so in tektonische Geschwindigkeit, und der Klimawandel jetzt aber viel, viel schneller voranstreitet. Und wir als Menschen merken das nicht so, weil wir können uns dann irgendwie versuchen, davor zu schützen, auszuweichen und so weiter. Aber Tierarten können das oder Pflanzen können das eben nicht unbedingt. Das heißt, das verringert das. Klimawandel verändert Süßwasserkreisläufe, erhöht die Versauerung der Ozeane, haben wir von ja gelernt, beeinflusst Einbringung neuartiger Substanzen, dadurch, dass eben zum Beispiel Lebewesen ausweichen und dann woanders eben anfangen. Einbringung neuartiger Substanzen wiederum hat eine Erhöhung des Klimawandels zur Folge, hatten wir von ja auch, ne, dass eben dadurch, dass dann eben Wärme nicht so leicht wieder entweichen kann. Süßwasser hat einen Einfluss auf Biodiversität, weil eben weniger Frischwasser dann zur Verfügung steht und dann irgendwie wieder auch Lebewesen ausweichen müssen oder verdursten. Die atmosphärische Aerosolbelastung verstärkt den Klimawandel. Dann atmosphärische Aerosolbelastung verringert auch die Biodiversität, dadurch, dass eben saurer Regen oder eben Atemwegserkrankungen da einen negativen Effekt haben. Versauerung der Meere führt zum Sterben von Meeresbewohnern. Was übrigens, kurzer Einschub, ganz spannend ist, vielen Leuten ist das gar nicht klar, mir auch nicht gewesen lange, nämlich ich bin jetzt selber, obwohl ich von der Küste komme, jetzt kein besonders großer Fischesser, aber es gibt halt eben ganze Landstriche, ganze Länder, die leben quasi fast nur aus dem Meer. So, ne, also geschätzt sind so 20% der Welt ernährt sich aus dem Meer. Das heißt, wenn das jetzt erstmal großflächig halt abstirbt, nicht mehr zur Verfügung steht, überfischt ist und so weiter, dann kannst du erstmal zusehen, wie du irgendwie so 1,4 Milliarden Menschen ernährst. Das ist also schon echt ein Thema. Biogeochemische Kreisläufe haben einen Einfluss auf Biodiversität, weil wir gelernt haben, dass es dazu führt, dass Ozeane, dass eben Lebewesen in Ozeanen sterben. Die Abholzung und Landnutzungsveränderung führt dazu, dass neuartige Substanzen entstehen dadurch, dass Tiere und Lebewesen ausweichen müssen. Wo haben wir es jetzt? Moment, ich habe hier einen verklickt. Warte. So. Genau. Was auch spannend ist, dadurch, dass dadurch Lebensräume halt eben ausfallen. So, also ich mache einen Wald weg, stelle Häuser drauf, dann können die Tiere, die davor gelebt haben, oder auch die Pflanzen, da nicht weiter leben. Das heißt, es hat einen negativen Einfluss auf Biodiversität. Es verstärkt auch gleichzeitig Klimawandel, weil dadurch halt eben wichtige Kohlenstoffsenken ausfallen. Und es verändert auch Flussläufe, beziehungsweise häufig werden dann Flüsse auch begradigt, damit sie dann irgendwie besser reinpassen. Und wenn Boden versiegelt ist, kann man eben auch kein Wasser mehr speichern. Es verändert gleichzeitig auch biogeochemische Kreisläufe. Und was wir als letztes noch haben, der Klimawandel löst eben Kippelemente aus, dazu kommen wir später. Mein Gist ist, Biodiversität müsste man größer schreiben, deswegen habe ich es jetzt größer geschrieben. Was wir hier also sehen ist, ich habe jetzt gelernt, okay, außer Klimawandel gibt es halt eben noch planetare Grenzen, die sind also für unser Überleben sehr, sehr wichtig, entscheidend.
Und irgendwie viele dieser planetaren Grenzen spielen eben in Biodiversität zurück. Und Biodiversität ist für unser eigenes Überleben wichtig. So. Ja, da sieht man halt nicht nur, was mit was zusammenhängt, sondern wie sich so eine Dynamik letztendlich selbst verstärken kann. Ja. Das ist ja so ein bisschen, und das fällt Menschen ja schwer, das ist ja ähnlich, diese Erfahrung haben wir gemacht bei der Pandemie, dieses exponentielle Denken, das können Menschen in der Regel nicht so gut. Und das hat so einen ähnlichen Effekt auf uns, glaube ich. Dass, wenn man das einmal so erklärt, wie du es wunderbar erklärt hast, dann ist das klar, aber es ist auch sofort wieder weg und auch gar nicht in dieser Dimension wirklich vorstellbar. Und was das auch an Dynamik und so weiter sagt. Ja, ja, das ist es. Und deswegen müsste man eigentlich von, also das sagt man teilweise auch, den Twin Crises sprechen. Also Senckenberg-Gesellschaft zum Beispiel sagt das, und einige größere Nichtregierungsorganisationen sprechen eigentlich auch nur noch von Twin Crises, obwohl ich diesem Begriff ehrlich gesagt seit der Finanzkrise nicht mehr begegnet bin. So, ne? Also das ist auch wieder etwas von so, dass so ein, dass Biodiversität so ein großes Thema ist und auch so gefährlich ist, also für unser Überleben auch so gefährlich ist, dass es etwas, dem begegnet man jetzt im Diskurs eigentlich kaum. Hm. Du hast alle zwei Jahre mal den einen, der erzählt dann so, oh, übrigens hier ganz schwierig und so weiter. Und dann hat jeder seine ganz eigene Vorstellung davon. Aber was das mit dem eigenen Leben zu tun hat, das ist dann gar nicht so richtig unmittelbar klar. Weil man es ja selber nicht beobachten kann. Also was wir ja beobachten, ist ja fast schon, will ich sagen, das Gegenteil. Aber wenn jetzt die Nosferatu-Spinne bei uns Einzug erhält, dann sind die Schlagzeilen davon voll. Aber das weiß ich nicht. Also eigentlich müsste es ja sowas wie tägliche Todesanzeigen in Zeitungen und Medien geben, zu sagen, okay, gestern sind die und die Arten gestorben, was natürlich nicht erfassbar ist. Das ist so ein bisschen das Problem. Ja, aber ja. Im Grunde genommen bräuchten wir solche greifbaren, sichtbaren Geschichten, um uns das wirklich nochmal zu verdeutlichen. Ja, und dann ist auch immer die Frage, was macht das mit mir? Ne? Also Nosferatu-Spinne ist halt ein schönes Beispiel für Neobiota. So. Mhm. Die hätte früher hier nicht wohnen können, ist sie jetzt aber. Die kann jetzt hier leben, weil es eben jetzt regelmäßig auch warm genug ist und sie auch genügend Fressen findet. Was vielleicht einigen Leuten auffällt, ist, wir haben ungefähr, ich habe die Zahl jetzt, weiß nicht, 84% oder 86% aller Singvögel verloren. Mhm. So. In den letzten Jahrzehnten. Und das merkt man auch, also je nachdem, wie alt man ist, dass dann das mehr, also warum, wie ist das gekommen? Na, unter anderem halt eben mit der Landwirtschaft haben wir jetzt irgendwie, industrielle Landwirtschaft haben wir jetzt über Jahre und Jahrzehnte immer wieder Insektenvernichtungsmittel auf die Felder gesprüht. Jetzt wundern wir uns, dass sie Insekten vernichtet sind. Und da sieht man genau, ich nehme dieses eine Teil raus aus dem Ökosystem und dann fallen dann eben die anderen Steine auch an ihren Platz. Wenn jetzt morgen eine große Seuche käme, die halt irgendwie alle Hauskatzen dahin rafft, so, oder alle Hunde auf der Stelle tötet, da hätten wir einen direkten Punkt, weil wir dann sagen würden, oh, das ist jetzt aber, das hat jetzt was mit mir zu tun. Oder jedes Mal dann, wenn die Schweinepest kommt oder BSE oder so, da hat das direkt was mit unserem Leben zu tun. Aber ansonsten nehmen wir Tiere oder tatsächlich Lebewesen kaum wahr. Und das passt total zu dem, wie es mit dem Planeten passiert ist. Nämlich die meiste Biomasse sind wir Menschen, unsere Tiere, die wir domestiziert haben, das heißt also auch so in Kühe, Schweine und so weiter, so. Und dann haben wir noch so einen kleinen Teil an Wildlife. Also wirklich nur noch einen kleinen Teil. Aber der größere Teil ist das, was bei uns halt irgendwie unter unserer Kontrolle lebt. Wahnsinn. Univers schreibt, ist halt schade, dass das eigene Leben offenbar immer die Bedingung ist, etwas zu tun. So sind Menschen, glaube ich, größtenteils einfach geschickt oder unsere Gehirne oder was auch immer. Und ich würde ja auch sagen, dass eben dieses Bewusstsein über den eigenen, über das eigene Bewusstsein hinaus ist ja eigentlich auch erst, und so ist ja eigentlich auch die Umweltbewegung entstanden, erst durch moderne Kommunikationsmittel, wenn man so will. Also die Umweltbewegung wird ja immer so festgemacht, zumindest ist es eine schöne Geschichte, als die Weltraumfahrt da war und ein Foto gemacht hat von dem Planeten von außen, wo man sich das erste Mal dadurch bewusst wurde, dass es sowas wie einen Planeten von außen gibt. Vielen Dank, Human, für deinen Sub. Das heißt, Medien und Vermittlung der Lebenswirklichkeit, und dann sind wir ja auch wieder bei Niklas Luhmann, sozusagen Medien als Wirklichkeitsvermittlung oder Wirklichkeitskonstruktion oder alles, was wir wissen, wissen wir über die Massenmedien und so weiter. Das ist nicht zu vernachlässigen. Und deswegen
passt es oder ist es so wichtig, darüber auch medial das sehr viel anders zu besprechen? Ja, ich glaube, so dieses, das hängt natürlich damit direkt zusammen, was mit dem Menschen direkt in seiner Lebensrealität, in seinem Nahfeld so tatsächlich passiert. Wenn ich jetzt auf dem Land arbeite oder Förster bin und dann sehe, wir sterben jetzt hier Bäume weg, dann erlebe ich das ja direkt. Wenn ich aber in der Stadt arbeite, im Büro und dann morgens irgendwie mit der U-Bahn oder mit dem Fahrrad ins Büro rein, dort dann Dinge tue und wieder zurück und so weiter, dann begegne ich der Natur nicht. Die ist halt irgendwie da oder nicht da. So, das heißt also auch unsere Lebensrealität ist ja mal etwas auch sehr stark entrückt von diesen ganzen Lebensformen, so. Und, das ist halt eben Teil unserer modernen Zeiten und das müssen wir jetzt vielleicht halt irgendwie da wieder ein bisschen reinkriegen. Aber dieser Punkt von eben, was kümmert es mich denn und warum ist es denn wichtig für mich? Ich glaube, da kommen wir nämlich jetzt ganz gut drauf, weil die Frage ist ja, wenn das jetzt hier alles passiert, was ist denn los? 2045 ist ja hier so das Thema. Was passiert denn, wenn wir jetzt so weitermachen wie bisher? Wir machen nämlich erstaunlich wenig, da kommen wir nachher auch drauf, um das Ganze abzuwenden. Was passiert denn dann in 2045? Also was man sehen kann, ist, also Biodiversität und Klimawandel haben ja heute schon Folgen für Ernteerträge und werden auch in 20 Jahren noch viel gravierendere Folgen für Ernteerträge haben. Das hängt einerseits mit Bestäubung zusammen, das hängt damit, dass Boden stirbt, das hängt mit Dürre zusammen, das hängt mit Starkwetterereignissen wie Regen, Hagelschauer und so weiter zusammen. Das hängt damit zusammen, dass sich gerade Jahreszeiten verändern. Also wir haben längere Sommer- und Hitzeperioden und weniger andere, also die Anwachsperioden und so weiter. Und wir dürfen auch nicht vergessen, der gesamte Ernte- und Nahrungsmittelmarkt ist in weiten Teilen ein globaler Markt. Und uns wird es hier wahrscheinlich schlecht gehen, aber es wird an anderen wahrscheinlich noch viel schlechter gehen. Und was passiert denn dann? So, ne? Also wenn es in anderen Landstrichen auf der Welt tatsächlich da noch schwieriger wird, sich selbst mit Nahrung zu versorgen, und da sprechen wir heute schon, dass es Landstriche gibt, wo ein kompletter Zusammenbruch der Nahrungsmittelversorgung passiert ist, wo Menschen dann komplett da aus den Landstrichen weichen müssen. Das wird eher mehr werden. Und das bedeutet jetzt gar nicht mal, dass Lebensmittel bei uns knapp werden, vielleicht einige Sachen gar nicht mehr gehen, sondern vor allen Dingen, dass sie besonders teuer werden. Und wenn wir uns heute schon angucken, was Ukraine dort mit eben einem gewissen Ditch in Weizenversorgung schon gebracht hat, dann kann man sich vorstellen, wie das wird dann. Wir haben jetzt heute schon Böden weltweit, die so unter Stress sind, dass wir im Prinzip noch 3 bzw. 4 Regionen haben, wo Boden noch unbelastet ist. Und das wird in den nächsten 20 Jahren, wir sehen jetzt gerade erst den Anfang, noch viel mehr werden. So, und das ist ein Szenario, was sehr wahrscheinlich eintreten wird. Also zumindest würde ich da jetzt schon irgendwie eine Hand für ins Feuer legen mit sehr vielen Folgen, die jetzt da sich anschließen. Aber du möchtest was sagen? Nee, ich wollte ein bisschen streben, mein Strebertum zeigen, weil, um zu zeigen, was ich heute schon gelernt habe, weil mir ist aufgefallen, dass bei den planetaren Grenzen dieses Schaubild, was du hattest, wo es noch nicht rot ist, war bei Ernährung. Mhm. Aber das heißt, wenn das so weitergeht, wird es da rot. Ja, genau das ist es. Ne? Und was eben häufig so gedacht wird, und das ist auch vollkommen normal, da, ich denke an meine Scholle und das, was mir jetzt gerade wichtig ist und das jetzt was um sich herum und so, aber das Leben ist ja erstmal komplexer und die Art, wie wir wirtschaften, ist halt auch viel komplexer. Also wenn jetzt irgendwie so ganze Landstriche, ganze Kontinente unter Druck geraten, dann wird das auch hier uns beeinflussen. Und eine Art, das zu beeinflussen, wird halt eben sein, dass wir mehr Konflikte sehen werden. So, die Konflikte haben dann etwas sehr stark mit Verteilung zu tun. Die meisten Kriege haben irgendwas immer mit Verteilung zu tun. So, ne? Also wenn man genau reinschaut, es gibt immer Narrative und man erzählt dann nachher, wir haben für die Freiheit gekämpft oder so. Aber es hängt dann eben doch sehr häufig damit zusammen, dass man irgendwas haben, besitzen, kontrollieren will und so weiter. Und wo wir hier drüber reden, ist ja nicht, dass ich irgendwie eine gelobte Pilgerstätte erobern möchte oder so, sondern hier geht es dann ums nackte Überleben. Weil wir Landstriche haben werden, in denen man nicht mehr leben kann, wo man sich nicht mehr mit Nahrung versorgen kann, wo kein Wasser mehr ist. Oder wo man einfach merkt, okay, hier lassen sich bestimmte Industrieprozesse einfach nicht mehr durchführen. Und was machen denn, stellen wir uns jetzt mal vor, meinetwegen jetzt Indien oder China. China hat dieses Jahr eine der schlimmsten Hitzekatastrophen, die man im menschlichen Gedenken überhaupt hatte, erlebt. Jetzt stellen wir vor, das hast du jetzt irgendwie regelmäßig so, dann kommst du in Nahrungsmittelknappheit. Was passiert denn dann? Also, oder meinetwegen ärmere Länder, wenn wir jetzt auch im Nahen Osten schauen, das sind jetzt keine ärmeren Länder, aber die haben ja schon einen gewaltigen Teil von Leuten,
die jetzt keine Scheichs sind, und möglicherweise werden die sich dann irgendwann nicht mehr versorgen können. Was wird dann passieren? Naja, die werden sich ja nicht zum Sterben hinlegen, sondern die werden dann halt irgendwo mal schauen, okay, vielleicht kann ich irgendwo anders hin und dort meine Interessen durchsetzen. Dass man dann irgendwie drumherum irgendwas erfindet und so weiter, ist ja vollkommen klar so. Aber das ist schon ein wichtiger Punkt, ja. Hm. Noch eine Anmerkung aus dem Chat, sind, also weil wir hier Deutschland 2045 als Szenario oder generell 2045 haben, Bela Fang schreibt, sind diese Datierungen auf 20 plus Jahre in der Zukunft hilfreich? Die meisten können und möchten noch nicht so weit in die Zukunft planen und sehen. Naja. Und es suggeriert, dass in 20 Jahren ein Schalter umgelegt wird und dann ist plötzlich alles scheiße, aber vorerst noch alles tutti. Ja, beantworte ich dir in 5 Minuten auf der nächsten Folie. Gut. Ja, Störung von Lieferketten haben wir heute auch schon. So eine, also ein bisschen Sand ins Getriebe, da reicht schon im Prinzip ein Containerschiff aus und schon hast du dann irgendwie sowas oder halt irgendwie eine Pandemie. Mhm. Wenn du jetzt irgendwie Krieg hast und irgendwie Nahrungsmittelversorgungsknappheiten und so weiter, dann wirst du halt irgendwie auch gestörte Lieferketten haben. Und das ganze System, was wir aufgebaut haben, die Globalisierung, funktioniert ja so ein bisschen wie so ein Uhrwerk. So, und sobald an einer Stelle dann wirklich was Schwierigkeiten bekommt, dann hast du dann direkt da einen langen Nachzug. Also wenn wir jetzt heute sowas haben wie Versorgungsschwierigkeiten mit bestimmten Halbleitern, mit Bäumen, mit bestimmten Nahrungsmitteln, ist halt echt, seid echt irre und das wird eher mehr werden. Ja. Mir fällt gerade nur so auf, scherzhafte Bemerkung, Humann hat ja fürs Büro so ein Kapitalismus-Kunstwerk sich geholt, so ein Geldschein und so weiter. Ich würde sagen, das wäre ein zweites mögliches Kunstwerk. Man druckt sich diese Grafik aus und schreibt Kapitalismus drüber. Schönes Sinnbild dafür eigentlich. Das stimmt, ja. Ja, just in time, ne? Das hat ja irgendwo da seinen Anfang. Ja. Wir haben heute bereits große Umverteilungsthemen. Wir haben gerade eben im Domnat-Modell gesehen, dass wir auch viele noch nicht abgeräumte gesellschaftliche Themen haben. Ich vermute jetzt, unter sonst gleichen Bedingungen wird das eher schlimmer werden. Und wenn wir oben noch Krieg haben, wenn wir oben noch gestörte Wirtschaft haben, plus halt Ernährungskrise, dann werden wir auch sicherlich da mehr Spannungen darin haben. Auf das ganze Thema Ungleichheit, weil einige Leute dann immer noch sehr gut ausweichen können und viele andere eben nicht. So, und dann hast du eben das ganze Thema in Demokratien, die dann instabil werden und so weiter. Das ist halt da. Und wie wir bei den 29ern unter anderem gelernt haben, bauen sich ja jetzt manche Milliardäre. Ich glaube, es war ursprünglich ein Artikel von Douglas Rushkoff. Das ist ja auch so ein Innovator, digitaler Vordenker, der hat einen Artikel darüber geschrieben, weil er mal eingeladen wurde von diesen Milliardären zu einem Vortrag, den er eigentlich halten sollte. Und die haben ihn eigentlich immer nur panisch gefragt, was machen wir eigentlich, wenn Tag X kommt? Wie können wir uns Bunker bauen? Wie können wir uns autark sozusagen für die große Postapokalypse rüsten, wenn wir unsere Leute gar nicht mehr bezahlen können und die nichts mehr machen und so weiter? Das zahlt da natürlich so ein bisschen mit ein, weil natürlich Leute es noch geben wird, die sich noch was leisten können und andere halt gar nicht. Aber das ist heute ja auch schon so. Genau, und das ist halt eben, also wir wissen ja, dass sie heute auch schon eine ganze Menge machen. Das geht einerseits in Richtung Privatstädte und andererseits halt eben große Landstriche und ehemalige Bunkeranlagen oder neue Bunkeranlagen. Das Geile ist dabei halt erstmal die Idee von, okay, da bin ich nachher der Einzige im Umkreis mit 100 Kilometer plus meine Kompanie an Sicherheitspersonal, die ich mir geholt habe, um die Horden abzuhalten, die versuchen hier einzudringen. Aber wie geil zu denken, dass dann Geld noch was wert ist oder dass deren Macht dann noch irgendwas wert ist. So, ne? Also dass wenn ein Zusammenbrechen der Gesellschaft bevorsteht, dann zu glauben, dass man als Einziger, also das ist schon sehr, sehr irre. Ja, aber da kommen wir auch noch zu. Und stell dir vor, Elon Musk ist dann ein einziger Nachbar. Ja, das ist großartig, genau. Also er hat viel Bock drauf, so dass er dann lieber keine Apokalypse. Nee, wenn ich mit Elon da sitzen muss, das doof. Ja, und dann, wir wissen ja gerade um die Äquatorzone herum wird, also genau, der Bauch der Erde wird halt eben eine ganze Menge los sein, da leben unheimlich viele Menschen und gleichzeitig ist da auch das, wo eben Hitze ist, meist los und gleichzeitig ist die Südhalbkugel ohnehin schon seit Jahren für das Wirtschaftswachstum der Nordhalbkugel ausgebeutet worden. Wir sehen jetzt schon Migrationsbewegung und das wird sich eher noch deutlich vergrößern.
Also Massenmigration ist ein Thema. Wie gesagt, man geht jetzt davon aus, dass es irgendwie so im mehrstelligen Millionenbereich, also irgendwas zwischen 200 Millionen und 1 Milliarde Menschen sein wird, die Migration betreiben müssen oder wollen, so, um da den ganzen Folgen zu entfliehen. Und das wird dann für uns auch ein Thema sein, weil die Frage ist, wo fliehen denn Menschen hin? Die fliehen da, wo es besser ist, und die fliehen dann, meinetwegen, nehmen wir jetzt mal das Szenario, irgendwie die komplette Levante geht auf Völkerwanderung, dann flieht die ja nicht nach Afrika, dann flieht die wahrscheinlich nicht nach Indien oder China oder Russland, sondern dann wird bestimmt auch ein Teil hier gern in Europa klopfen, und da müssen wir darauf vorbereitet sein, weil was sollen wir machen? So, ne? Also bisher ist unser Prozess ja, wenn Leute irgendwie mit dem Rettungsboot hier in Seenot geraten, dann lassen wir sie in Seenot, damit sie möglichst dann irgendwie ertrinken. Das ist ja leider tatsächlich eben Teil der Politik, oder in irgendwelchen Auffanglagern und so. Aber das geht ja nicht, wenn es mehrere Millionen sind. So, und also das ist halt kaum vorstellbar, was das bedeutet. Deswegen hätte ich es ganz nice gefunden, wenn Olaf Scholz, als er seine erste Afrika-Reise als Bundeskanzler unternommen hat, ich bin davon ausgegangen, dass er tatsächlich so im Sinne der Zukunft agiert und dort vielleicht das ganze Thema Nachhaltigkeit, Erneuerbare mit Afrika so ein bisschen auskungelt, aber am Ende war es einfach nur eine Einkaufstour für fossile Brennstoffe. Aber das Thema Afrika können wir tatsächlich auch nochmal an anderer Stelle vertiefen. Aber das ist halt so ein Ding, weil ich vor kurzem auch gelesen habe, also die erste Fluchtbewegung findet ja sozusagen vor Ort in den Ländern in die Städte statt. Also beispielsweise Somalia, wo die Leute, und Somalia ist ein Land, was sowieso schon unter Hochspannung steht. Und wenn man sich dann vorstellt, die ganze Landbevölkerung, die wirklich gezwungen ist, einfach das Land zu verlassen, weil da nichts mehr ist, die kommen dann als allererstes mal in die Städte rein, und dann kann man sich vorstellen, ist das halt auch wie so ein Druckkessel letztlich. Ja. Ja, Binnenmigration ist das Erste, und dann eben kommt dann das, wo man dann eben Grenzen überschreitet, genau. Und in den meisten Fällen ist es ja so, dass also häufig dann Länder in direkter Nachbarschaft ein ganz ähnliches Problem haben. So, das heißt also, vielleicht findet ja auch noch irgendwie eine Blockbewegung statt und so. Also das ist schwer abzusehen, aber dass Menschen werden fliehen müssen, weil sie einfach dort nicht mehr leben können, das ist also schon, das zeichnet sich ja jetzt schon ab, da kommen wir gleich noch drauf. So, und das Letzte ist Epidemien, und das können dann eben Tropenkrankheiten oder eben Zoonosen sein, also sprich Übertragung von Tierkrankheiten auf die Menschen, das haben wir ja gerade erst gehabt, so, ne? Also sag mir nicht, dass du als einzelne Person nicht die Welt ändern kannst, du brauchst nur eine halbgare Fledermaus essen, genau das ist das, was passiert ist. Und das werden wir eher viel mehr haben, weil dann eben auch Krankheiten, die ansonsten nur irgendwie in der Südhalbkugel ansässig sind, dann eben auch hier ankommen. Das ist übrigens Zika. Das ist eine Krankheit, die über so eine Mücke verbreitet wird, die jetzt auch inzwischen auch hier ansässig ist. Na, happy birthday. Ja. Das beantwortet übrigens auch eine Frage im Chat, die schon ein bisschen länger her ist. Werden Pandemien zunehmen? Ja, also gehe ich fest von aus. Also Globalisierung hätte man eigentlich jetzt schon früher erwarten können. Da hast du dann eben so, dass, also je nachdem, was so der Vektor ist, wie die Krankheit kommt. Wenn es aber etwas ist, was jetzt günstig lebt, dadurch, wenn es dann warm ist oder eben vielleicht auch ein bisschen warm-feuchter so, dann hast du eben auch neue Bedingungen für eben bestimmte Bakterien, Viren oder eben Krankheiten, die du ansonsten eben nicht hattest. So. Und also auch mit Migration oder eben auch dann, dass bestimmte Schutzwirkungen dann eben ausfallen, die im Ökosystem da sind, dann eher mehr. Genau. Mentis fragt, wann kommt denn jetzt der nicht fatalistische Teil? Ja, Moment, warte mal. Alles gut. Ich würde jetzt gerne einmal kurz auf den Punkt zurückkommen, den wir gerade eben hatten, nämlich dieses von wegen so, warum denn in 20 Jahren? So, ne? Was ist denn heute? Also, was wir jetzt ja aufgemalt haben, ist dieses, warum erzählen wir das und warum ist das relevant? So, also wir haben gerade eben ja gelernt, planetare Grenzen gibt's auch und die sind irgendwie wichtig und die können Folgen haben und das sind die Folgen. So, das ist das, was passieren kann. Das ist jetzt halt ein sehr likely Szenario. Wir kommen auch nachher drauf, wo wir das her haben. So, und jetzt aber die Frage, was ist denn heute? So, und dieses, was ist denn heute? Und muss man heute schon was machen? Jetzt können wir uns mal angucken, wie das heute aussieht. Das ist alles dieses Jahr. Ganz links sehen wir die Projektion für den 3. Oktober heute in China vom 26.09. Was wir da sehen, sind Temperaturen so von 42 Grad.
so Anfang Oktober so, ne? Also wir sehen diesen großen Hitzeball, und genau an der Stelle war ja auch diese große Hitzewelle, da gab es auch nochmal so einen Schlenker. So. Das ist jetzt nicht unbedingt normal. Und wenn man weiß, wie viele Milliarden oder wie viele 100 Millionen Menschen genau auf dieser Ecke dann leben, das ist schon ziemlich krass. Das in der Mitte finde ich ehrlich gesagt aber noch ein bisschen schlimmer, denn das ist Indien auch dieses Jahr, die Hitzewelle dort, die war ein bisschen vorher. Die weißen Stellen, das ist da, wo der Mensch halt nur noch ein paar Stunden überleben kann. So, also das ist da, wo menschliches Leben dann nicht mal mehr möglich ist, es sei denn, du baust eine Arkologie oder hast bestimmte andere Arten von Formen, um Leben zu erhalten. Und das ist krass, dass wir es geschafft haben, auf dem Planeten künstlich Situationen zu schaffen, dass menschliches Leben nicht mehr möglich ist. Das ist halt ziemlich heftig. Und ganz rechts sehen wir, das ist eine Satellitenaufnahme von Großbritannien. Mhm. Und wer das milde Klima da kennt, der erwartet das nicht. Das ist halt eben nach deren Hitzewelle, wie viel verbrannte Erde, also Dürre, da eben halt eben komplett durchgeschlagen hat. Wenn wir uns gerade eben zurückerinnern, was ist denn 2045 so, ne? Da sehen wir heute, das ist der Vorgeschmack da drauf. Mhm. Als wir den Podcast von einem halben Jahr gemacht haben, habe ich ja noch in Hessen gelebt. Da haben sie in bestimmten Städten dann verboten, Garten zu wässern. So, in Frankreich haben sie jetzt schon Kontingente fürs Duschen. Ich habe vor 2 Jahren mal so eine kleine Kurzgeschichte so mir vorformuliert. Da ging das genau darum. Ich hätte niemals gedacht, dass das so schnell kommt. In Spanien haben sie Kontrollen eingeführt, dass man nur alle 2 Tage duscht, unter Androhung von Strafe und so weiter. Das ist hier in Europa, das ist heute. Das heißt, all diese ganzen Sachen, über die wir sprechen, wir brauchen da einen anderen Sense of Urgency, weil das eben genau jetzt gerade vor unseren eigenen Augen schlimmer wird. Ist jetzt nicht Flausch, so wie Rosa Tribble es einfordert, aber es ist zumindest die Antwort auf die Frage, dass wir nicht 20 Jahre im Voraus denken müssen, sondern quasi mittendrin ist. Macht es jetzt weniger fatalistisch, aber wir kommen ja noch an die Punkte. Genau, keine Sorge. Vielleicht ein kleiner Hinweis an Human, falls er noch zuhört, dabei ist. Du kannst ja mal den Link zu dem gerade benannten Podcast, wo Jens auch zu Gast war bei Corporate Therapy. Genau, dann habt ihr da den Link auch noch, falls ihr das hören möchtet. Noch mehr davon hören. Noch mehr davon hören, genau, ja. Grenzt am Masochismus. Naja, also es ist schon wichtig. Das ist nämlich genau das. Also ich kann das, den Einschub, der, glaube ich, ist wichtig. Ich glaube, dass das Verständnis für sich selber dann auch zu haben, dass man eine ganz große Abwehr hat, dass man das so kotzen findet, dass das irgendwie ätzend ist und erschlagend. Das ist vollkommen normal, und dieses Gefühl der Abwehr, dass man dem ausweichen will, auch. Und das ist ein Teil des Problems, weil das ja uns allen so geht und wir uns damit nicht beschäftigen wollen. Und deswegen ist es auch etwas von, wo kriegen wir jetzt diese Kraft her, da rauszukommen. Deswegen müssen wir es einmal da durch, um dann als nächstes dann auch über die Lösung nachdenken zu können. Wir müssen uns klar werden, dass wir nur noch ein paar Jahrzehnte haben, bis hier tatsächlich sich richtig was verändert zum Negativen. Es sei denn, wir ändern heute was. Und das machen wir ja auch noch. Und die Party ist halt einfach definitiv vorbei. Das muss man halt sagen. Und das bedeutet aber auch tatsächlich einen Bewusstseinswandel dahingehend, man muss sich eine neue Art von Party sozusagen suchen, wenn man so will. Weil man kann aus solchen Situationen ja auch Kraft schöpfen. Also ich musste spontan so an dieses ganze Thema der Bullshit-Jobs und so weiter denken. Also Leute, die tagtäglich auf der Arbeit ihre Lebenszeit verschwenden und auch gar nicht wissen, warum, und nur um Lohn und so weiter. Ich glaube, wenn man eine Art Krisenbewusstsein so sehr geschaffen hat und das auch von staatlichen Strukturen so sehr angepackt wird, als eine Art gemeinsame Moonshot-Mission, dann werden wir auch ganz anders an diese Sache rangehen, weil das ist ja das, was wir beispielsweise erlebt haben bei der Flutkatastrophe in der Oder. Da haben die Leute plötzlich angepackt, die hatten plötzlich was Sinnvolles, und es war tatsächlich körperlich harte Arbeit und es war schrecklich, aber trotzdem hatten die Leute das Gefühl, sie machen etwas, sie kommen ins Machen und Tun, und es war ein Gefühl, was nicht vergleichbar ist mit dem, ich gehe jeden Tag auf die Arbeit, um Lohn zu bekommen. Also da wird ein ganz anderes Ding entstehen müssen. Und das ist ja die Frage bei Design or Disaster. Im Moment sind wir noch im Disaster, zum Design kommen wir quasi später. Genau, eben nicht Partyende, ist nochmal wichtig, das war mir auch nochmal wichtig. Also die jetzige Party ist vorbei, wir müssen uns eine neue suchen.
Und das heißt eben nicht, dass wir und wir müssen suchen, weil sonst ist das Schicksal eher ein viel düsteres, sagen wir so. Ja. Ja. Wir hatten gerade eben auch dieses Thema Konflikte. Haben wir auch heute Konflikte? Wir können, glaube ich, irgendwo auf die Südhalbkugel schauen und da eben Verteidigungskämpfe, aber wir nehmen mal eins, was viel näher dran ist. Das Spannende ist, wenn wir jetzt mal nach erstmal auf die rechte Seite gucken. Da steht einerseits zu den Böden der Ukraine. Und links, wenn wir jetzt wieder links gucken auf diese Weltkugel, das ist aus dem Weltagrarbericht und zwar noch dem von vor über 25 Jahren. Und das zeigt halt, wie die Böden zu der Zeit beschaffen waren. Jetzt sehen die nicht viel besser aus, die sind eher schlimmer geworden. Und da sieht man eben die so, so hellgelb sind, die sind noch ganz in Ordnung. So. Und so viele sind das jetzt nicht. In der Ukraine gibt es aber tatsächlich sehr, sehr gute Böden. Also auch der Grund, warum der Weizen so gut wächst. Und unten rechts, das ist ein Artikel tatsächlich von, da ist das Datum, glaube ich, abgeschrieben, ist von 2014 oder 2015, auf jeden Fall, als es gerade losging mit Krim. Und damals haben mehrere Zeitungen gesagt, so, ja, okay, was ist ein Kriegsgrund? Klar, das eine ist geostrategische Interessen von Russland, Krim als Punkt für Schwarzmeerflotte, dies, das. Aber ein ganz wichtiger Punkt war auch so, naja, die haben jetzt selber einen ganz wichtigen Rohstoff für die Zukunft, nämlich Öl und Gas. Und gleichzeitig haben die selber halt eben auch gute Agrarressourcen, zumindest der Teil, der jetzt nicht mit Permafrost halt irgendwie zugedings ist. Das heißt, Ukraine könnte interessant sein für die Böden tatsächlich. Also die Kontrolle über die Ukraine mittelfristig könnte interessant sein, um dort halt irgendwie diesen Stake zu haben, damit Kontrolle über Agrarerzeugnisse zu bekommen. Und deswegen unten auch hier aus der Rheinischen Post ist dies auch ein Klimakrieg. Damals, ich erinnere mich noch, ich habe damals in einem Unternehmen gearbeitet, das auch für die Sicherheitsindustrie tätig war. Und da gab es dann immer wieder auch mal so Security-Briefings und so weiter. So. Und da wurde auch relativ klar gesagt, okay, das kann auf jeden Fall auch ein Nebenkriegsziel sein, wenn das da immer mal losgeht. Das heißt also, auch heute schon gibt es Konflikte und ich habe speziell den genommen, da ist das jetzt etwas, was jetzt im Diskurs kaum stattfindet. So, im Diskurs ist eher so, der ist irre, so, und der will jetzt halt mit aller Gewalt dieses Land zerstören und angeblich wegen NATO dies, das und so weiter, so, aber es könnte eben durchaus sein, dass da eben auch so ein Grund dahinter ist. In jedem Fall ist die Ukraine heute interessant für unsere Ernährung, das haben wir ja auch gesehen. Ich hatte ja mal eine Vermutung, ich weiß nicht, ob das reine Spekulation ist oder ob du da schon mal in der Richtung was gehört hast, ob nicht vielleicht tatsächlich der angekündigte EU Green Deal und alles, was damit zusammenhängt, auch eine Art wirtschaftliche Bedrohung für Russland war, weil ja sozusagen damit die Ankündigung gekommen ist, dass wir uns entkoppeln wollen, genau von diesen Gaslieferungen und so weiter. Ja, also, ja, definitiv. Definitiv. Also das sind zwei Sachen. Das eine ist halt ein globales, also ist auch ein globaler Kulturkampf. So, der ist auf einer gesellschaftlichen Ebene, aber der ist auch auf dieser Ebene von, gehen wir weg von allem, was wir aus der Erde buddeln. Und der Green Deal, der läuft ja sogar tatsächlich auch schon, wo da eben gesagt wird, okay, das ist eben Geld, was wir irgendwie favorable finden, wenn es in diese Richtung fließt und da ist es eben nicht so gut. Das ist auf jeden Fall eine Bedrohung und der Witz ist ja, das hat ja sogar geklappt. Also wenn das ein Teil eines Kriegszieles wäre und im Ende ist es ja so, dass wir momentan so eine Art Gold Rush erleben, ja, und Fossile im Aufwind sind und er natürlich auf der Welle mitsurft. So, also von daher kann durchaus ein Punkt sein, ja. Macht's nicht besser. Ja. Genau. Ich bin zu leise, habe ich gehört. Stimmt das? Dann sag mir das, weil dann mache ich es ein bisschen lauter. Ich dachte, ich hätte sozusagen auch übersteuert, aber dann, ja. Ist jetzt besser? Hallo, 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 hallo. So. Ich glaube, so, ich mache mal weiter. Ja. Das Thema Gesundheit hatten wir vorhin ja auch schon. Dieses gibt es ja mehr. Ja, also ganz rechts, wir haben momentan mehr Hitzetote als Verkehrstote. Das war auf jeden Fall 2019 so. Wir haben halt eben in den Pandemiejahren natürlich so eine gewisse Verzerrung drin. Dadurch, dass zwar das öffentliche Leben im Sommer jetzt nicht komplett stillstand, aber schon halt eben ein anderes war. In diesem Jahr sind noch keine Zahlen raus. Aber 2019 war halt interessant, weil wir halt fast doppelt so viele
Tote hatten durch Hitze als durch Verkehr. Was wir auch ganz haben, ganz links, das ist eben das, ich habe auch vorhin von Zika erzählt und eben, dass mehr tropische Krankheiten kommen. Das RKI, das wir jetzt ja nun alle den Namen nach kennen, durch die letzten 2 Jahre, das warnt jetzt schon davor. Also auch so Vestibelfieber und Denguefieber und so weiter. Und wenn man jetzt so eine Karte, es gibt so Karten, wo man das sehen kann, da sieht man auch schon so in Sachsen und auch so in Bayern und so weiter, da sind schon viele dieser Krankheiten tatsächlich auch schon auf dem Vormarsch so. Also das ist heute schon so. Das ist also jetzt schon so, dass die Bedingungen dafür da sind, dass hier in Deutschland viele verrückte Sachen kommen können, die wir so gar nicht noch nicht kennen. Also wo wir auch noch keine natürliche Immunantwort drauf haben. Und das ist ja immer besonders spannend dann. Das in der Mitte finde ich allerdings mit am gruseligsten. Ist auch dieses Jahr jetzt herausgekommen, du kannst nirgendwo auf der Welt mehr Regenwasser trinken. Es gibt keinen Platz mehr, wo Regenwasser fällt, das nicht kontaminiert ist. Was passiert dann? Es ist nicht so, dass du tot umfällst, aber es ist halt eben alles Regenwasser, also sprich dieser Kreislauf, der die ganze Zeit läuft, der ist belastet mit sogenannten Forever Chemicals. Das ist zum Beispiel sowas wie Teflon-Produkte, Teflon-Nachprodukte und so weiter. Es gibt so bestimmte Chemikalien, die sich jetzt nicht natürlich abbauen, die dann aber auch für den Körper nicht besonders gesund sind. Man hat das jetzt auch schon im Nabelschnurblut gefunden. Das ist halt, also es geht gar nicht mehr darum, dieses, was ist es jetzt? Es geht mir vielmehr darum, dieses selbst wenn du jetzt irgendwie bei Regen den Mund aufmachst und die Zunge rausstreckst, bist du heute der Gefahr ausgesetzt, dich zu vergiften. Das ist jetzt erstmal so, ne? Also bis wir es geschafft haben, hier so Umweltbelastung wieder runterzufahren, ist es erstmal gesünder, nicht Regenwasser zu trinken, als Regenwasser zu trinken. Also wir haben einen Planeten geschaffen, auf dem wir an einigen Stellen nicht mehr wirklich leben können, weil es zu heiß ist. Und wenn es dann regnet, vergiften wir uns. Wie irre ist das, ja? Ja, Gott sei Dank. Bei diesen ganzen Survival-Formaten, die ich ganz gerne gucke, lernt man ja Wasserfilter besorgen. Sehr gut. Scheint mir eine gute Idee zu sein, auch wenn es viel regnet. Wir werden alle Prepper hier. Ja. Sehr schön. Ja, das ist ein tolles Beispiel hier, weil ja auch immer die Leute sagen so, it's the economy stupid, also nach dem Motto, wenn es keine wirtschaftlichen Effekte hat, ist mir doch egal. Und das ist aber etwas hier, eine schöne Aufbau, was passiert ist dieses Jahr. Also wir hatten, wie gesagt, eine der schlimmsten Hitzewellen der Weltgeschichte in China. Und neben dem, dass da eben Leute gestorben sind und auch schwer gelitten haben und Lebensmittel und so weiter, ist aber auch was anderes passiert. Nämlich in einem Teil, jetzt habe ich den Namen wieder vergessen, aber so in Mittelchina, war die Hitzewelle, hat er eben auch voll zugeschlagen. Und es hat 2 Effekte gehabt. Nämlich einerseits, das obere ist das Atomkraftwerk, was da ist. Das musste abgeschaltet werden für mehrere Wochen, weil Atomkraftwerke halt eben für bestimmte Prozesse, sei es jetzt irgendwie Abwärme und so weiter, halt bestimmte Temperaturen brauchen. Das ging aber nicht mehr. Das heißt, die konnten nicht mehr entsprechend kühlen, mussten also das Kraftwerk herunterfahren. Und unten, das ist nur ein Symbolbild, die hatten gleichzeitig auch einen Staudammreaktor. Also sprich ein Kraftwerk, was mit Wasserkraft funktioniert und auch der musste abgeschaltet werden, weil halt eben da eine ganze Menge ausgetrocknet war und beziehungsweise man da nichts ablassen konnte. Das heißt also da durch die Klimakrise selber, durch die Hitze, ist die Energieversorgung so unter Stress geraten, dass sie nicht mehr funktioniert hat. Und das hat dann dazu geführt, dass bestimmte Stähle ausgefallen sind, die man gebraucht hat hier in Deutschland für so bestimmte Bauten. So, die hatten das vorher eingekauft, kauft es in großen Mengen ein, braucht das ja auch nicht besonders hochwertig sein, wenn das jetzt irgendwie so ein bestimmter Teil von so einem Bau ist, der jetzt irgendwie bestimmte Anforderungen hat und so, dass die blieben dann einfach aus, die konnten also nicht weiterbauen, war Baustopp und gleichzeitig wurde in der Region auch bestimmte Lithium-Dinge hergestellt und die kamen dann eben auch nicht an. Das heißt, da stand dann eben auch Batterieproduktion lief dann nicht weiter. Und das finde ich spannend, wenn man jetzt, wenn ich hätte jetzt auch ein einfaches Beispiel nehmen könnte aus Frankreich, so. Aber ich fand jetzt irgendwie, das ist irgendwie ganz, ganz spannend, weil diese, in diesen Zusammenhängen zu denken, das ist etwas, woran wir uns ein bisschen gewöhnen müssen, so. Also es passiert dann das eine und dann ist Energie und natürlich betrifft das, weil das an einer anderen Stelle dafür sorgt, dass dann da, ja, Dinge einfach nicht weitergehen. Genauso wie halt, wenn jetzt heute das Containerschiff im Suezkanal feststeckt, so. Dann kommt was später an, das treibt dann Preise und dann hast du später wieder Inflation. So, ne? Und genau das ist es hier eben auch in dem Beispiel. Die schlimmste Auswirkung war ja, dass Herbert Diess seinen Posten räumen musste bei VW. weil er ja tatsächlich als Hauptargumentation, dass es nicht so gut läuft bei VW, ja die Chip-Lieferung,
angenannt hat. Jetzt ist es zum Glück ja der Porsche-Chef, der macht es so in Personalunion im Moment mit, der aber Gott sei Dank ja auch einen direkten Draht zu unserem Bundesfinanzminister hat. Ja, das wird alles super. Genau, alles wird gut. Ja, es ist crazy. Und halt eben diese Arten von Sachen, die sind nicht eingepreist momentan. Mhm. Also du müsstest im Prinzip, hättest du eine andere Lagerwirtschaft, so, dann wäre das kein Problem. Wenn jetzt Stähle liegen, hast du irgendwie für ein ganzes Jahr, dann atmest du halt so einen Dip einfach so weg. Hast es aber nicht, hast du eben genau das Problem. So, ne? Genauso halt eben, wenn du Speichertechnologie hast, um halt irgendwie so ein paar Wochen zu überstehen, dann kannst du auch mal so einen Spike aushalten und so. Aber wenn das alles nicht da ist, wir sind so auf den abgenäht, so zu Ende optimiert, dass wenn einmal sowas kommt, dann reißt es komplett und dann gucken sich alle traurig an und sagen, was ist hier los? So, ja. So, Migration, Wassermangel, Hunger, sozioökonomische Verwerfungen, das war ja schon auch so ein Thema. Jetzt kommen so ein paar Punkte, da gehen wir jetzt ein bisschen schneller durch. Also unten sehen wir jetzt einmal, ja, wo trifft denn jetzt irgendwie die Nahrungsmittelkrise? Und das ist wieder genau das Problem. Deswegen sprechen wir auch von Klimagerechtigkeitsbewegung. Im Norden sind die CO2-Emissionen hauptsächlich entstanden mit unserem Wirtschaftswachstum. Wir sind aber die, die es am wenigsten trifft. Also die Auswirkungen trifft ja die Südhalbkugel. Das ist halt tatsächlich ein sehr gemeiner Treppenwitz. Und das ist jetzt auch nicht in der Zukunft so, sondern das ist heute schon so. Das heißt, wenn jetzt irgendwie Weizenpreise steigen, dann ist das für uns unangenehm, weil wir dann teilweise an die Reserven müssen, beziehungsweise dann irgendwie auch sagen, okay, muss halt ein Toastbrot weniger sein. In anderen Landesteilen sterben Menschen. Die sterben einfach. Und wenn du daran denkst, hier 2001 hatten wir weltweit, also es kam der UNHCR, das ist von der UNO, der Teil, der sich um Flüchtlinge kümmert, hat 27 Millionen Flüchtlinge ermittelt, die weltweit momentan fliehen wegen Klima, so teilweise Binnenflucht, also das, was du vorhin beschrieben hast, teilweise auch schon über die Grenze. In diesem Jahr hat man die Zahl noch nicht, aber eine Zahl, die man hat, ist Pakistan. Weil Pakistan hat halt genau diese ganzen Wassermassen abgekriegt, geschlossenes System, die halt irgendwie rundherum in den Ländern wegen der Hitzewellen fehlen, und hatte mal eben schnell 30 Millionen Menschen quasi obdachlos gemacht, beziehungsweise halt eben so stark in ihrem Leben beeinflusst, dass sie nicht mehr ganz normal ihr Leben führen können. Jetzt haben wir mal ganz kurz die Fantasie für 30 Millionen Menschen, ich nicht. Aber das ist eine humanitäre Grenze. Und jetzt darf man nicht vergessen, Pakistan ist auch kein reiches Land, aber hat Atomwaffen, so. Also das ist jetzt auch irgendwie, ist irgendwie eine wilde Mische, so, ne? Und dass eine 30 Millionen Menschen durch diesen ganzen Klimaquatsch halt irgendwie so massiv zu Schaden gekommen. Das ist halt gigantisch groß. Und das ist heute. Das ist nicht in 20, das ist heute. Und wir werden sowas natürlich noch in größerer Zahl sehen. Also so IPCC geht momentan mindestens vom Faktor 4 aus. Das ist das Best-Case-Szenario. Ich persönlich glaube, wahrscheinlich wird es noch ein bisschen mehr sein, weil wir bei anderen Temperaturen landen werden in 20 Jahren. Und das Schlimme ist ja das, was du gerade vorher erzählt hast, mit den Lieferketten und so weiter, also die quasi Ressourcen, die wir wiederum zum Bauen und so weiter brauchen. Wenn dann die Katastrophen zunehmen, die uns unsere Bauwerke wiederum wegspülen und so weiter, dann gibt es halt Probleme, das mal schnell wieder aufzubauen. Also auch da muss es, glaube ich, in Sachen von Bauen auch ein komplettes Umdenken geben. Da musste ich irgendwie an den Architekten Werner Sobeck denken. Ich habe sein Buch immer noch nicht, der ja zu diesem Thema viel geschrieben hat. Keine Ahnung, ob da was Gutes drinsteht, was uns weiterhilft. Aber ich glaube auch die Art, wie wir wohnen und so weiter, das müssen wir irgendwie ein bisschen anders betrachten in Zukunft. Zwei Sätze dazu. Direkt nach dem Krieg war so die durchschnittliche Nutzung im Bereich Wohnen für eine Person in Deutschland 14 Quadratmeter. Ja. Das ist dann über die Jahre gewachsen, war dann irgendwie so vor 25 Jahren irgendwie so bei 35, glaube ich, oder so. Ich kann mich irren. Heute, glaube ich, sind wir bei knapp 60. Das heißt, wir verbrauchen auch immer mehr Platz. Das ist halt eben Teil unseres Wohlstandsding. Aber es ist eigentlich auch Overconsumption, wenn man es genau nimmt. So. Ja. Unsere Vorfahren sind ja auch damit ausgekommen. Und die sind ja noch gar nicht lange weg. Wir reden ja nicht vom Mittelalter, sondern von vorgestern. So, und dieser ganze Platz, den musst du ja irgendwo auch herschaffen und so weiter. Und Beton ist halt irgendwie auch großer Klimakiller. Und dann irgendwie bodendicht und so. Und wir werden generell über Städte und Wohnen ganz neu nachdenken müssen, auch neue Arten von Zusammenleben, auch neue Arten, wie wir kühlen, auch neue Arten, wie wir halt irgendwie neue so Quartier bauen und so. Und also das wird ganz neues Feld. Ja. Und da musste ich an Friedhof Bergmann denken,
der tatsächlich auch zu diesen Sachen schon Dinge geschrieben hat, nämlich der fordert ja quasi, also falls die es nicht kennen, Bergmann war ja der Urvater von dem New Work-Gedanken, der aber gesagt hat, es muss eine New Economy als Voraussetzung für New Work geben. Und er hat halt Dinge benannt, die er als essentiell hält und die er auch außerhalb der Marktlogik sieht. Und eins davon ist Shelter. Und er sagt halt, dass du eigentlich auch viel mehr lokal diese Dinge produzieren musst und betreiben musst. Und ich meine, ich hätte in irgendeinem Vortrag auch von ihm gesehen, er hat dann auch geforscht mit mehreren Unis und so weiter, hat so einen Fabrikator, der sozusagen wie so ein großer 3D-Drucker Dinge druckt. Und ein Projekt davon war, meine ich, solche neuartigen Shelter. Also da hat man irgendwie eine Kuppel aufgeblasen und da drüber kam, ja, wie so eine Art neuartiges, schnell trockenes Lehm. Also auch mit Stoffen, die verfügbar sind en masse, aber eine gute Alternative zu Beton. Und ich glaube, in solche Richtung muss gedacht werden. Also auch sozusagen schnell Lösungen zu schaffen, gerade wenn solche Katastrophen zunehmen, dass wir uns auch dahingehend drauf einstellen, dass wir eben Bauwerke im Zweifel auch nicht mehr für 100, 200 Jahre irgendwohin platzieren können, weil sie gar nicht mehr so robust sein können, beispielsweise, sondern mobil, günstig und vor allen Dingen mit Materialien, die uns umgeben. Vielleicht auch in Zukunft Plastikhäuser, keine Ahnung, aus Altplastik, I don't know. Ja, kommen wir noch drauf. Das ist ja eher was für unseren Lösungspart. Genau, dann weiter, was passiert jetzt gerade? Ich hatte gerade eben angekündigt, das sind jetzt ein paar Punkte. Genau, also hier pro Ebene 125 Gemeinden, einfach kein Wasser mehr nachts gehabt. So. Dann das, was wir rechts haben, dem Zeitungsausriss. Da steht das nochmal mit den 23 Millionen Menschen, die halt wegen Dauerregen, Dürren, Hitzewellen, Stürmen kurz- und langfristig halt aus bestimmten Gegenden fliehen müssen. Naturkatastrophen nehmen zu. So, das also wissen wir schon alles, hören wir jedes Mal. Ne? Also wir hören jedes Mal, ja, das ist jetzt die Jahrhundertflut und das nächste Mal ist die größere, das ist dann die neue Jahrhundertflut und so. Und alle sind dann ganz komisch überrascht und so weiter. Und es wird jetzt in den nächsten Jahren regelmäßig, werden uns Bergmassive ins Tal rutschen, wie nasser Marmor. So, ne? Weil wenn Gletscher abschmelzen, dann kommt diese ganze, kommt das alles langsam so in Bewegung und so. Da, also du könntest, da gibt es ja auch schon tatsächlich, es gibt Atlanten dafür, wo du nachgucken kannst, okay, was ist denn jetzt konkret gefährdet, wegen Überschwemmung und Erosion und so weiter. Gibt es ja alles so. Ne? Aber da muss man sich jetzt eigentlich nicht mehr wirklich gespannt drum sein, sondern eher so dieses so, ja, Mist, das war jetzt irgendwie zu erwarten. Mhm. Spannend finde ich dieses 389 große klimabedingte Naturkatastrophen. Also im Prinzip jeden Tag müssen wir was davon haben. Jeden Tag. Und ich höre erstaunlich wenig. Und unten das mit den Hungersnöten, so, die sich halt irgendwie noch weiter erhöhen. Wir denken immer, das Thema Hunger ist durch, so, ne? Also wir erinnern uns alle an Biafra und an damals hier in Somalia und so weiter und all die Jahre vor Weihnachten kommen dann irgendwelche Bilder und so. Irgendwie denken ganz viele Leute, Hunger ist kein Thema mehr. So, wir sind da auch tatsächlich ja weiter als früher, aber es ist immer noch akut so, ne? Als vor ein paar Jahren da in Darfur was los war, da musste man schon genau gucken, wo, was passiert da gerade. Und jetzt gerade passiert es. Und jetzt gerade passiert es eben auch eben durch Nahrungsmittelknappheit bedingt durch Marktmechanismen Folge dieser Kriegsauswirkung. Mhm. So, und jetzt kommen wir auch gleich raus. Ja, also da haben wir nochmal ein paar Ausrisse. Also, dass wir einerseits Climate Change ist halt eben Fuel für weitere Konflikte. Schlimm für Hunger, es führt halt eben zu mehr Kriegen und so weiter. So. Und jetzt haben sich Wissenschaftler mal zusammengefunden und haben gesagt, naja, dieses ganze Thema über, naja, was ist denn jetzt mit unserem eigenen Aussterben? Da haben wir gar keine richtige Forschung drüber in dem Maße. Lass das doch mal machen. also das ist ja etwas von, naja, man geht in diesem Fall davon aus, wenn es jetzt ganz, ganz, ganz schlimm kommt mit dem Klima, so wie heiß muss es denn werden oder wie schlimm müssen denn jetzt irgendwie so Umweltauswirkungen sein, dass wirklich die Spezies Mensch ausstirbt. Und dieses Risiko, das, da geht man jetzt davon aus, ist gar nicht mal so groß. So, das liegt irgendwie so, glaube ich, bei unter 18%. Das Ding ist nur dieses, was ja viel vorher kaputt geht, ist die Zivilisation. Ja.
Und wir Menschen sind nicht nur, weil wir soziale Tiere sind, sondern eben auch durch die Art, wie wir uns inzwischen spezialisiert haben, davon abhängig von der funktionierenden Zivilisation. Das heißt, wenn die Zivilisation ins Wanken kommt, durch politische Probleme, durch Dürren und so weiter, also all die Sachen, die wir vorher erzählt haben, dann haben wir alle schon Probleme mit unserem eigenen Überleben. Und wenn das tatsächlich in einzelnen Teilen zerbricht oder bestimmte Regeln der Zivilisation zerbrechen, bestimmte Werte davon erodieren, dann hast du eher so ein Problem von, die Spezies Mensch überlebt, aber auf einem ganz anderen Niveau. Also wirklich, dass die Wohlstandsfrage ist dann eine vollkommen andere, weil es dann eher darum geht, halt, dass wir uns alle wieder beibringen müssen, Felder zu bestellen, so die überlebt haben. Ja, da ist man dann auch sehr schnell bei Marx, das Sein bestimmt das Bewusstsein. Und das jetzige Sein hat halt in größten, weiten Teilen dazu geführt, dass wir halt eine komplette Ellbogengesellschaft geworden sind. Und das wiederum erhöht so ein bisschen die Befürchtung, dass wenn es dann zu Krisen kommt, also entweder haben wir dann die Chance, wieder zusammenzurücken, oder die Ellbogen gehen noch weiter auseinander. Und was dann noch passiert mit der ungleichen Verteilung von Kapital, heißt ja dann gleichzeitig die Ungleichverteilung von Macht. Und das wiederum in Zeiten von Konflikten und so weiter kann man sich das dann auch alles ausmalen. Und im Chat war auch schon so ein bisschen die Diskussion in Richtung politische Verwerfungen und so weiter. Faschismus fiel der Begriff. Das sind ja die eigentlichen Bedrohungen dann der Zivilisation. Also diese Entzivilisierung der Menschen und ihrem Umgang miteinander, das ist die eigentliche Frage, weil dann haben wir so ein bisschen, klar, wir überleben, aber es ist halt dann die Frage, machen wir hier so Mad Max, Fury Road Sachen, ob man da so Bock hat, also ich nicht. So. Darauf kommen wir ja auch noch, das ist gut. So. Nicht heute allerdings. So, genau. Also hier nochmal dieses von wegen oben rechts sehen wir eben dieses so, okay, 1 Milliarde Flüchtlinge, unten dann eben so, wie jetzt momentan dadurch Hunger erhöht wird, und links halt eben so dieses, ja, okay, dadurch, dass auch Biodiversität durch Klima ins Wanken kommt und so weiter, könnte es sein, dass auf einmal das ja relativ schnell geht, dass dann Dinge zusammenfallen. So, also das ist das, was jetzt heute in der Berichterstattung drin ist. So, das heißt, also wir sehen irgendwie, es findet ja statt. Das finde ich aber sehr, sehr spannend, was viele vielleicht gar nicht so auf dem Schirm haben, das World Economic Forum, jetzt nicht gerade im Verdacht, eine Umweltorganisation zu sein, sondern eigentlich eher genau das Gegenteil, auch nicht im Verdacht halt in irgendeiner Form irgendwie sich für positive gesellschaftliche Prozesse zu interessieren, außer irgendwie on paper, bringt aber einmal im Jahr diese Global Risk Landscape raus. Und wenn man das so oben guckt, also wie man das Ganze liest, ist halt eben die Achse nach oben, ist halt die Impact-Achse, sprich unten nicht so großer Impact, oben ganz großer Impact, und rechts rüber ist die Wahrscheinlichkeit, also weiter links dann eben wenig wahrscheinlich, rechts dann eben hochwahrscheinlich. Wenn wir jetzt ganz oben links in die ganz oben rechts in die Ecke gucken, dann sehen wir, hoher Impact und hohe Wahrscheinlichkeit ist Climate Action Failure. Mhm. Dass wir es als Gesellschaft nicht schaffen, uns auf den Klimawandel einzustellen, beziehungsweise halt den Klimawandel zu verhindern. Plus diese ganzen anderen grünen Sachen sind natürlich auch da climate-related. Und das heißt, also die Leute, die die Weltwirtschaftsführer sind, wenn man so will, die treffen sich einmal im Jahr so und gucken sich das an und sagen, oh fuck, da sind wir wohl die ganze Zeit in die falsche Richtung gelaufen. Mhm. Und bieten quasi die globale Staatengemeinschaft, da eben was zu tun. Wir besprechen beim nächsten Mal, was davon wirklich so zu halten ist. Aber das ist das, was sie zumindest offiziell sagen. Und das machen sie nicht erst seit diesem Jahr, sondern das machen sie seit Jahren. Hier ist ein Vergleich davon, was die letzten Jahre immer Thema war. Extremwetter ist quasi die Auswirkung von Klimawandel, weil man dann eben direkt sieht, okay, wenn da jetzt der große Sturm kommt und die Ernte verhagelt oder ganze Häuser überspült oder ganze Städte dem Erdboden gleich machen, ist ein Problem. Aber letzten Endes auch, und Extremwetter ist auch jetzt immer noch ziemlich weit oben, aber wir sehen ja halt eben, dass eine ganze Menge grüne Kategorien hinzugekommen. Das heißt, also dort, wo tatsächlich Wirtschaftsmacht sich konzentriert, dort weiß man ganz genau, dieses ganze Klimathema ist die größte Gefahr für die Ökonomie und für die Gesellschaft gerade weltweit. Da ist man sich sehr bewusst drüber. Kann es sein, dass sozusagen wir vor einer sehr merkwürdigen Situation stehen in Sachen, wer macht denn jetzt was? Dass die Wirtschaft denkt, naja, die Politik muss ja handeln, weil das ist not our business, weil wir machen ja nur Business.
Und die Politik denkt halt in ihrem, sag ich mal, sehr marktfreundlichen Narrativ zu sagen, naja, das muss ja die Wirtschaft handhaben mit Innovation und so weiter und so fort. Wir halten uns da mal raus. Und so hat man am Ende jemand, dass sich niemand verantwortlich fühlt. Kann man das irgendwie, wie würdest du es beobachten? Also könnte das ein Grund sein, weil es gibt ein Problembewusstsein, aber wo bleibt jetzt sozusagen the action? Das ist ein Teil davon, glaube ich. Also im Sinne von, das würde ja darauf hinweisen, dass man nicht gut koordiniert ist. Also ich kenne sozusagen nur ganz kurz, als Beispiel kenne ich das aus der Energiebranche, die ja dann immer sagen, liebe Politik, wir brauchen klare Regeln, die ihr uns geben müsst, damit wir unser Handeln auslegen. So. Also das heißt, es ist schon so eine gewisse Formulierung, eine Erwartung an die Politik, aber diese Regeln kommen halt nicht. Ja, also ich glaube, dafür müssen wir uns auch mehr Zeit nehmen, aber ich will mal schon mal so ein paar Brotkrumen legen. Also ich glaube, ein Teil davon ist halt eben dieses Wasch mir den Pelz, mach mich nicht nass. Das andere ist St. Florian, nach dem Motto, sonst bitte die anderen erstmal treffen. Das dritte ist halt dieses, ich bin tatsächlich nicht betroffen, weil ich derjenige bin, der halt, keine Ahnung, irgendwo ein Rechenzentrum betreibt, weil ich Google bin oder so, dann kann ich, ja, habe ich ja schön reden. Ne? Mhm. Dann gibt es viertens halt die Leute, die damit irgendwie noch massiv Geld verdienen, aber trotzdem wissen, dass sie ihre Nase dort vom Mikro halten müssen und sie können nicht sagen, fuck den Planeten, das können sie nicht. Also sagen sie, ja, wir müssen das, wir sind Teil der Transformation und so weiter, pff, machen aber weiter wie bisher, so. Also es gibt eine ganze Reihe von sich widerstreitenden und auch durchaus widersprüchlichen Interessen von dem Gesagten und dem Getanen. Deswegen haben wir auch unseren Greenwashing-Teil hier immer noch mit dabei in dieser Sendung, weil wir da auch jedes Mal damit uns ein bisschen auseinandersetzen werden. Und es gibt natürlich auch den Teil von, wir leben hier in einem Markt. Und der Erste, der sagt, ich verzichte darauf, auf mein, es ist ja ein Privileg, Naturverbrauch nicht bezahlen zu müssen. Mhm. Also wenn ich emittiere, dann muss ich dafür nichts bezahlen. Also jetzt ja schon, wegen Emissionshandel und so weiter. So, aber es ist ja Privileg. Wenn ich jetzt der Erste bin, der darauf verzichte, habe ich weniger Rendite, deswegen weniger Wachstumschancen. Die anderen sind im Wettbewerb höher. So, das heißt, wenn jetzt keiner den Rahmen setzt, dann hast du ein Problem. Und wenn jetzt als einzelnes Land das machst und die anderen aber nicht, dann hast du da einen kooperativen Wettbewerbsvorteil in dieser jeweiligen Region. Und man glaubt, dass dann die Länder, die Unternehmen dahin auswandern und von da aus ihre Geschäfte machen. Teilweise würden sie es tun, teilweise nicht. Also was man bräuchte, sind hier Länder, die sich einig sind und bereit sind, ihre Interessen miteinander dann irgendwie da zu berücksichtigen und rückzunehmen. Und gleichzeitig brauchst du auch ehrliche Marktakteure, die bereit sind, hier an der Veränderung was beizutragen. Wenn du aber weißt, du hast da immer noch abgeschriebene Raffinerien und halt irgendwie noch eine gute Ölfelder und so weiter, dann wirst du die so lange ausbeuten, weil das ja dein Geld ist so. Du wirst ja nicht auf Vernunft jetzt einmal sagen. Teilweise geht das sogar rechtlich nicht, weil genau. Das rechtlich, das System sagt, du hast aber hier eine Vermögensbetreuungspflicht, lieber CEO. Du musst das machen oder bitte zeig uns einen Nutzen auf, warum du an andere Stellen. Also das heißt, da steckt eine ganze Menge auf verschiedenen Ebenen drin und die müssen wir vernünftig auseinander deklinieren, weil da ist nämlich dann noch die Lösung drin. Weil nämlich dieses Ganze, wir machen jetzt mal dieses und hoffen, dass das funktioniert, das klappt nicht, wenn man nicht diese verschiedenen Ebenen bedenkt. Und da hast du einen ganz, ganz wichtigen Punkt angesprochen, der in sehr vielen, sag mal, großen Change- und Transformationsvorhaben eine ganz wichtige Rolle spielt, ist nämlich der Unterschied zwischen der persönlichen, personellen Ebene, also du hast ja genannt, der CEO, der Unternehmenschef, Unternehmerin, Chefin und so weiter, die noch so ein goldenes Herz haben kann, aber in den Strukturen, in denen sie sich bewegt, ist sie gezwungen, so zu handeln. Und das heißt, es bringt gar nichts, immer wieder auf der personellen Ebene zu argumentieren. Und das Gleiche gilt für Politik und Politiker ganz genauso. Also wir setzen ja sozusagen so Heilsbringer-Qualitäten in gewisse Personen, beobachtbar bei dem Robert, ja, Robert Habeck. Und dann stellen wir fest, jo, er ist eine Verantwortung, er muss sich Strukturen beugen. Und dies auch zu erkennen, dass diese Strukturlogiken das eigentliche Problem sind und eben nicht persönliches, veränderbares Verhalten. Und das Gleiche gilt natürlich dann so auch ein bisschen auf der Konsumenten- und Konsumentinnen-Ebene. Auch da war ja lange immer der Appell, naja, da muss man halt persönlich gucken, wo man verzichtet. Auch das hat immer eine strukturelle Ebene letztendlich, die nicht zu vernachlässigen ist. Ja, sehr gut. Ich gehe mal weiter. Ja.
Und zwar, ja, was sagen denn Institutionen? Und das ist auch sehr spannend, weil es passt eigentlich sehr gut zu dem, was wir gerade hatten, nämlich wie sehen das Institutionen, also die, da, wo sich halt irgendwie Gesellschaft dann irgendwie vermachtet. Das Europäische Parlament hat den Klimanotstand ausgerufen, schon vor 3 Jahren. Die Vereinten Nationen hatten das mal eingebracht im Sicherheitsrat und haben gesagt, hör mal zu, das ist doch ein Risiko für die globale Sicherheit. Der Klimawandel, müssen wir was machen. Und Sicherheitsrat wiederum, da hat jedes Mitglied ein Veto. Und Russland hat dann gesagt, so, nö. So, also hat dann auch aus eigenen Interessen dann quasi gesagt, so, das wollen wir jetzt halt irgendwie nicht weiter behandelt wissen. Aber wer den Antonio Guterres so ein bisschen verfolgt, der merkt, der hat das begriffen. Ohne Scheiß. Also es vergeht, glaube ich, nicht einen Tag, wo er nicht irgendwie was wirklich sehr... Und der, musst du dir vorstellen, der Chef der Vereinten Nationen. Der ruft die ganze Zeit in eine leere Halle und also wie so ein Lama-Priester vor der leeren Gebärdsmühle und sagt dann irgendwie so, okay, wir haben hier echt ein Thema, lass mal was machen. Und dann kommen natürlich auch immer salbungsvolle Worte von, ja, man müsste mal und so, aber es bräuchte halt eben viel, viel konkreter auf der supranationalen Ebene. Deutsche Kommunen wiederum haben auch schon Klimanotstand ausgerufen. Es gibt sogar einen eigenen Wikipedia-Artikel. Ich glaube, irgendwie über 70 Kommunen sind das, die gesagt haben, jawohl, wir haben Klimanotstand mit all dem, was da dran hängt. Also da entstehen dann nicht automatisch so harmonisierte irgendwie Rechtsakte oder so, die dann passieren. Aber dass man eben sagt, okay, erstmal man acknowledged es und macht dann bestimmte Dinge anders oder verhindert bestimmte Dinge. Also es sind ja unterschiedliche Maßnahmen, die daraus folgen. Aber wenn man sich das mal anguckt, also wir sehen es in der Berichterstattung, wir sehen es in der wirklichen Welt, wir sehen das bei den Wirtschaftsführern und wir sehen das in unseren Institutionen, dass die also auch sagen von wegen, oh, wir haben hier ein Problem. Das ist ja erstmal was Gutes. Und jetzt könnte man gleich mal dagegen halten, was passiert denn? Und das kommt auch gleich. Moment. Weil das ist das, was passiert. Die dicke blaue Linie ist das, wie momentan CO2-Emissionen und eben auch andere Treibhausgase, also von CO2-Äquivalenten, sich entwickeln. Wir haben da einerseits die Finanzkrise und andererseits die Covid-19-Krise. Und dann sieht man jedes Mal so ein leichter Dip, aber die Tendenz geht immer weiter nach oben. Jetzt sind wir an dem Teil, wo es gestrichelt ist. Und der dunkle gestrichelte Part ist der, auf dem wir gerade sind. Und dieser Dunkelzyan-Teil, der in der Mitte, das ist der, den wir haben sollten, wenn wir noch 2 Grad ankommen wollen. Und 2 Grad ist auch schon sehr, sehr unsicher für unser Weltklima mit sehr vielen heftigen Folgen. Und für das 1,5-Grad-Ziel müssen wir noch steiler zurückkommen. Das heißt, wir müssten jetzt heute müssen wir schon richtig was machen. Und deswegen hat Guterres auch im Anfang des Jahres gesagt, wir müssen ab diesem Jahr aufhören, im Bereich fossil zu explorieren und weiter auszubauen, sondern ab jetzt muss fossil rückgebaut werden. Wir machen aber nicht das, sondern wir machen genau das Gegenteil. Mit wir meine ich die fossile Industrie, sondern baut eher weiter aus. Das heißt, die Trendlinie ist genau richtig. Wir machen, obwohl wir alle festgestellt haben, gerade eben, wir haben uns jetzt sehr viel Zeit genommen, das durchzugehen, genau das Gegenteil. Und jetzt einmal noch ganz kurz die deutsche Fassung dazu. Der grüne Keil unten, das ist das, was wir am Budget haben, wo wir sagen, okay, damit Deutschland auf den Pfad kommt und so weiter, ist das Budget, was wir verbrauchen können. Die blaue Linie gestrichelt mit den X, das ist das, was wir jetzt gegenwärtig vereinbart haben. Das heißt, wir sind mit den Zielen schon hinter dem, was man eigentlich müsste. Wir kommen schon zu spät. Und rot ist die Lücke der tatsächlichen Politik. Also rot ist, deswegen steht der Umsetzungslücke, das ist das, was wir gerade tun. Das heißt, das, was wir tun müssten, machen wir schon mal nicht. Da sind wir schon mal politisch ganz weiter. Und das, was wir exakt tun, ist noch viel weniger. Und ich würde sogar, das ist eine Grafik, die ist, glaube ich, vom Ende letzten Jahres. Ich glaube, heute wäre dass der rote Strahl da nach unten geht, wahrscheinlich hätte er wieder so einen Dip nach oben. Das heißt, neben all dem, was wir gerade gesehen haben, dass wir wissen, wir haben da ein großes Problem. Das bedroht uns alle. Das bedroht uns heute. Das ist wirklich auch in vielfältigen Dimensionen für unsere Gesellschaft eine Gefahr. Wir haben das alle gesehen, alle anerkannt und so weiter. Die Gesellschaft aber macht genau das Gegenteil. Wir steigern uns noch in der Problematik. Ja. Ich hoffe, es gibt jetzt noch den... Du hast hier mal etwas versprochen. Ich gehe nochmal ganz kurz... Tatsächlich nochmal aus Ergänzung aus dem Chat. Ja. Mentees ja. Change My Life hat nochmal zum Thema persönliche Ebene, strukturelle Ebene. Also kann man etwas als Konsument sozusagen verändern oder was wäre, wenn das alle täten? Und er sagt, ein französischer Klima-Think-Tank hat errechnet, dass das Verhältnis von individuellem und systemischem CO2-Energiesparpotenzial bei 1:3 liegt. Also selbst wenn jetzt
jeder Einzelne ab morgen kein Fleisch mehr essen, Auto durch Fahrrad ersetzen und nie wieder fliegen würde, läge das CO2-Einsparpotenzial bei gerade mal 25%. Wir brauchen aber 80%, um die Ziele, die Jens uns gerade gezeigt hat, vom Pariser Klimaschutzabkommen einzuhalten. Ja, absolut richtig. Da kommen wir halt, wenn wir auf diesen Lösungsteil kommen, der nicht mehr heute sein wird, sondern der kommt jetzt. Also das für diesen Lösungsteil, da müssen wir uns auch Zeit nehmen. So, ja, ne? Genauso okay. Wie wir haben jetzt ja schon darüber gesprochen, warum tut sich denn nichts? Jetzt haben wir es nur angerissen, aber dieses warum tut sich nichts, haben wir gerade eben gemerkt, gibt es verschiedene Ebenen. Mhm. Das müssen wir uns in Ausführlichkeit angucken. Aber dieses, er hat damit schon komplett recht, was man selber tun kann, ist relativ gering, weil unheimlich viel CO2 nicht nur durch Lebensweise emittiert, sondern sehr, sehr viel halt eben durch Industrie und an anderen Stellen. Und das ist halt eine Lüge, die man erzählt hat, um das System aufrechtzuerhalten, nach dem Motto, wenn du dich erstmal änderst, dann wird alles gut und das ist alles Blödsinn. Wichtiger Punkt dabei ist, eher mal die Perspektive wechseln. Wenn du jetzt, also es ist gut, wenn du nicht fliegst. Ne? Also nicht fliegen, nicht Rind essen, super, das ist schon mal echt viel wert. Aber dieses, wenn du jetzt nicht fliegst und 100 andere Leute auch nicht, dann fällt jetzt ein halber Flug aus. Mhm. Wenn aber diese 100 Leute einen Flughafen bestreiten oder sich einsetzen dafür, dass eine weitere Startbahn nicht gebaut wird und das einfach nur einen Tag machen oder meinetwegen eine Woche, dann fallen hunderte Flüge aus. Das heißt, wenn man selber Selbstwirksamkeit haben will und alles im System machen will, dann kann man selber natürlich da eben sehr viel tun und das sollte man auch. Aber im Aktivismus, da ist tatsächlich dann ein Hebel. Da gehen wir auch noch drauf ein, was man da alles tun kann, wenn man da Bock drauf hat, wo dann sich tatsächlich was verändert. Sehr gut. Und es heißt ja, wie gesagt, auch nicht im Umkehrschluss, dass man jetzt erst recht nichts machen soll als Einzelperson, sondern es lohnt sich immer, kein Fleisch zu essen oder Fleisch zu verzichten und so weiter und so fort. Aber es reicht nicht alleine. Und deswegen das, was Jens sagt, dann das auch nochmal potenzieren. Genau, wir hatten vorhin schon Klima-Kipp-Elemente angesprochen. Da gehen wir irgendwann in der Zukunft mal in einer anderen Sendung, da gehen wir mal ein bisschen tiefer rein, weil das eigentlich ganz spannend ist. Im Kern bedeutet das, es gibt bestimmte Punkte im Erdsystem, da gibt es bestimmte Klimadynamikmuster, da gibt es bestimmte Dinge wie zum Beispiel große Eispakete, die, wenn sie einen bestimmten Punkt der Erwärmung erreichen, ins Rutschen kommen und dann sich auch nicht mehr aufhalten lassen. Ich gebe mal ein Beispiel. Wir haben unheimlich viel CO2 und Methan gebunden im Permafrost. Das ist also Boden, der nie auftaut. Und da ist das drin. Wenn es jetzt wärmer wird, taut das auf. Und dann kann man das jetzt nicht irgendwie wieder künstlich kühlen. Das steigt dann auf. Und dann hast du eine riesige CO2-ähnliche Treibhausgasmasse, die ja eben aufsteigt und einen großen Klimaeffekt hat. Das heißt, also du kommst an den Punkt und dann geht die Kurve so. Ja, also das ist wirklich richtig schlimm. Und es gibt zum Beispiel auch etwas hier, die thermohaline Zirkulation, die ist ganz spannend. Das ist dieser rote Bubble in der Mitte. Das ist der Golfstrom plus noch mal so ein Strom, der bis nach Indien hingeht. Das bedeutet, warmes Wasser fließt im Oberflächenwasser nach Europa, erwärmt hier den Kontinent und fließt dann als etwas abgekühltes Wasser wieder zurück. So, und so geht es die ganze Zeit. Kommt aber durch Klimawandel und durch Erderhitzung in Störung. Wenn der mal abreißt, dann haben wir hier in Europa Temperaturen so ein bisschen wie in Sibirien. Also es gibt auch Modelle, die sagen, so, wir kommen in so eine kleine Eiszeit rein. Das heißt also, hier sind ganz viele richtig schlimme Punkte. Der Regenwald selber, der erhält sich selber so als ein so ein immergrünes, ständig wachsendes Biotop quasi, wie so ein eigener Organismus. Wenn der einen Punkt erreicht, zwischen 20% und 40%, man kann es nicht genau bestimmen, noch nicht. Also zwischen 20, wenn er zu 20% bis 40% abgeholzt ist, dann kann der Rest sich auch nicht mehr leicht erhalten. Der wird dann trocken so und fängt dann langsam an, eine ganz andere Art von Ökosystemleistung zu haben. Der ist übrigens jetzt bei 17% abgeholzt. Das heißt also, viele von diesen Kippelementen, die verschlimmern diese ganze Krise und an diese Stellen geraten wir langsam. Und jetzt gerade bei 1,5 Grad, wir haben jetzt 1,2 Grad dieses Jahr gehabt im Mittel und werden wahrscheinlich 1,5 Grad viel, viel früher erreichen als gedacht. Da kommen hier unheimlich viele Sachen ins Rutschen. Und das ist ganz, ganz gruselig. Das heißt, wer jetzt nochmal zurückkommt auf, wir haben ja Zeit und wir können ja später was machen. Nee, also
neben all diesen ganzen, oh, ist das alles eklig und furchtbar, das ist der Kicker von furchtbar und eklig. Ja, Belafang muss ich 2 Flaschen Wein aufmachen. Ja. Guter Durst. So, und jetzt hier, das Ganze gibt es auch bei Biodiversität. Da heißt das nur nicht Kippelemente. Ich nenne das jetzt einfach nur so, weil das irgendwie so schön zusammenpasst. Das nennt sich dann Keystone Animals. Das sind also bestimmte Tiere, die bestimmte Funktionen in Ökosystemen haben. Häufig sind das Prädatoren, also die dann irgendwo Populationen von anderen Tieren regulieren. So, es können aber auch andere Tiere sein. Ich habe jetzt mal andere Tiere rausgesucht. Das heißt, alle Tiere sind irgendwie wichtig und auch alle Pflanzen sind irgendwie wichtig in so einem Ökosystem, aber bei bestimmten, da kommt das ganze System dann ins Rutschen. Und eins davon zum Beispiel ist links, ist Krill. Krill ist halt eben, werdet ihr kennen, schwimmt halt im Meer, sind so kleine Tiere. Und sehr viele größere Tiere, Wale zum Beispiel, fressen die, nehmen die auf. Und wenn die sind so wichtig für diese ganze Nahrungspyramide, das heißt, wenn du die rausziehst, dann fallen wirklich so ganze Tierartengruppen in sich zusammen. So, und Krill ist etwas, was bedroht ist halt eben durch bestimmte Algen, auch bestimmte pH-Wertveränderungen und so weiter. Das bedeutet, dieses ganze System, was ja seit Jahrmillionen besteht und sich ständig ändert und quasi in so einer ganz langsamen Bewegung ist, das kommt jetzt in ganz schnelle Bewegung hinein, weil es sich schnell anpassen muss. Und wenn dann eine kritische Sache dann ausstirbt, dann fällt der ganze Rest in sich zusammen. Und dann sprechen wir teilweise, jetzt nicht da, aber teilweise dann nicht von Wochen oder so. Ne? Ihr müsst euch das so vorstellen, ihr habt jetzt einfach nichts mehr zu essen. Und dann kannst du auswählen, wie lange das noch dauert. Entweder schaffst du es dann schnell woanders Nahrung zu finden oder stirbt dann halt aus. So, ne? Interessant, das andere Beispiel hier, das werden die meisten direkt parat haben, ist die Biene. Meint aber nicht die Honigbiene, sondern die Waldbiene. So, das ist die Wildbiene, weil das die entscheidende Biene ist. Die ist aber nicht die einzige Bestäuberin, sondern die Wespe und die Fliege, die sind auch wichtig. Also alle drei machen so ungefähr so 30% Bestäubungsleistung aus, weil alle immer sich mal so an der flauschigen Biene abarbeiten. Die anderen Tiere sind halt eben auch wichtig. Wenn die nicht mehr da sind, dann hast du das, was du in China hast. In China hast du ja einige Landstriche, da haben sie es geschafft, Bienen auszurotten und auch nicht wieder anzusiedeln. So. Da rennen die dann eben mit so Tupfern rum und bestäuben dann von Hand. Das klingt jetzt da irgendwie, ja, kann man ja machen, entstehen da Arbeitsplätze. Aber das ist natürlich Blödsinn, weil das kannst du zwar an dieser einen Art machen und so weiter, aber du schaffst es ja nie, ganze Ökosysteme so aufrechtzuerhalten. Das ist ja vollkommen illusorisch. Und dann habe ich mal von irgend so einem Innovator mal so ein Beispiel gehabt für so Mikrodrohnen, die können dann ja irgendwie was. Jetzt mal ernsthaft, wollen wir da auf diesem Niveau darüber reden? Das ist halt, ja. So, was hier ich hätte gerne eine Welt voller. Ein voller Bestäubungsmikrodon. Ja. Super. Unten in der Mitte haben wir so eine bestimmte Seesternart, die hält halt Miesmuscheln unter Kontrolle. Denn dieser Seestern, der ist halt insbesondere durch so Korallenbleiche und so weiter betroffen und eben auch durch pH-Wertveränderungen. Wenn der ausstirbt, dann hat es mal ausprobiert oder beziehungsweise an einem so einem Teil ist das einfach passiert, weil er nicht mehr da war. Da breitet sich so eine Miesmuschelart aus, die dann irgendwie so das halbe Ökosystem auffrisst. Wölfe sind da auch eben wichtig, nicht nur, weil sie halt eben einzelne Tiere aus Populationen entnehmen und damit dann irgendwie das Ganze regulieren, sondern auch, weil sie durch ihren Kot auch eine ganze Menge an Stickstoff und anderen Mitteln halt eben verteilen. Ne? Die laufen ja in so Rudeln so rum und so weiter. Das heißt, die haben auch quasi eine Art Mitbestäubungsleistung. Ja, Otter ist Hammer, weil er halt auch, der ist so ähnlich wie mit der Miesmuschel an der anderen Stelle. Weil der ist erstmal, der ist furchtbar flauschig und er hält halt so eine Seeigelart weg. Tatsächlich, also wenn du mal reinguckst, so was sind denn also Keystone Animals, da taucht er auf und dann merkst du die wildesten Dinge, dass wenn du den rausnimmst, dann wächst halt überall dieser See und frisst dann alles auf. Elefanten bestäuben halt viel und treten auch so bestimmte Sachen dann platt, so das bestimmte Feuer. Pinselohrschweine tragen überall eben auch so Blüten und Bestäubungssachen halt irgendwie so quer durch diese Wand, weil die viel rumziehen und dann zwischen Steppe und so kleinen so Walddingern so halt irgendwie so hin und her dingsen. Und die Ameise,
die Ameise natürlich, die im Wald Dinge hin und her trägt und eben auch für Bestäubung und so Stoffaustausch wichtig ist, die ist in Deutschland auch schon teilweise gefährdet. Also da kann man von Marc Benecke mal gucken, was der so da rausgefunden hat. Der untersucht da eine ganze Menge. Mhm. In einigen Bereichen schon zu 80% ausgestorben. So. Also und ist halt echt wichtig für das ganze Ökosystem Wald. Also im Bereich der borealen Wälder, boreale Wälder sind auf der Nordhalbkugel quasi so fast so Urwälder. Die haben einerseits eine Reflexionsleistung, also sind für den Klimawandel interessant und sind natürlich Kohlenstoffsenke, überleben aber insbesondere durch eine spezielle Ameisenform. Und ja, das hast du halt eben so Biodiversität und hast ja eben auch im Meer, da hast du eben einmal Korallen, die durch eben CO2-Eintrag eben Korallenbleiche dann einfach vor sich hinsterben. Das mit den Böden, das hatten wir ja schon so, ne, dass das Böden mit der Zeit dann kaputt gehen, sei es jetzt durch falsche Düngung, Pestizide, Hitze und so weiter, verschiedene Sachen. Und das unterste ist Totholz. Also Totholz ist jetzt kein Keystone-Ding, aber ich fand das irgendwie spannend, weil ich das neulich gelesen habe. Weil Totholz wichtig ist, das wird ja teilweise weggesammelt und dann verbrannt, aber das sollte man möglichst liegen lassen, weil das wichtig ist für viele Tierarten, die dann da drin dann nisten und sich weiter verbreiten. Und das in anderen Gegenden dann nicht können. Der Baum selber, wenn du da einen gesunden Baum hast und du bist jetzt ein Käfer und willst da drin jetzt halt irgendwie ein Loch bohren, dann reagiert er mit dem Abwehrmechanismus häufig und das ist Harz. So, dann kannst du als Käfer da nicht mehr ran, weil du festklebst und stirbst, egal. So, und jetzt musst du entweder warten, bis der Baum halt irgendwie kränker wird oder halt irgendwie so Totholz ist dann Nature of Business. So, ne? Also jetzt ganz vereinfacht gesagt. Worum es mir geht hiermit, so, man kann da noch tiefer reingehen, man kann da noch viel mehr erzählen. Es ist eben auch so, dass man nicht gleichgültig sein kann auf diesem ganzen Thema. So, wenn wir anfangen, hier in diese laufende Maschine die Hand reinzuhalten, dann ist sie ab. So, weil dieses ganze Thema Biodiversität, das ist halt enorm komplex und wir sind einfach davon schlichtweg abhängig. Ja. Und wir achten zu wenig darauf. Und es ist auch ein schönes Zeichen dafür, dass selbst wenn wir jetzt alles dekarbonisiert haben, wo wir noch nicht mal da sind, da sind wir gleichzeitig dabei, uns hier noch den Ast abzusägen. So, ja. So, ich glaube, jetzt glaube ich, sind wir auch bei der letzten Folie. Ja, genau, die letzte Folie. Oben links, Beitrag, ganz spannend, steht nochmal so halt eben, wie viele Tierarten momentan halt eben gefährdet sind und so weiter. Kann man jetzt nicht so gut lesen, aber spannend ist halt eben so, 83% aller Säugetiere und die Hälfte aller Pflanzen haben wir zerstört seit Beginn der Zivilisation. Das ist halt irgendwie schon echt etwas, worauf man jetzt nicht stolz sein kann. Wir sind jetzt, glaube ich, schon 2 Stunden weit. Das heißt, dann haben wir jetzt auch schon geschafft halt irgendwie die erste so, Rubrik so. Von ja, aber wir haben schon 10 Tierarten jetzt ausgerottet und so, also wir haben so irgendwie so 7 und Keks Millionen Arten, was Pflanzen und Tiere angeht, und irgendwie 1 Million ist momentan gefährdet. So, das ist ein Riesenproblem. Und auf der anderen Seite, wir sind ja als Spezies halt auch ein Tier. Wir sind halt eben auch gefährdet, weil alle 4 Sekunden verhungert ein Mensch. Ne? Wir hatten vorhin das Thema Hunger. So, und das ist jetzt nicht Krieg, Altersschwäche oder sonst irgendwas, sondern Hunger. Ne? Alle 4 Sekunden. Das ist nur etwas, was natürlich jetzt für uns unangenehm ist, einmal von der Botschaft her und auch vielleicht auch irgendwie neu, unglaublich und auch schwer zu ertragen, weil wir uns damit eben nicht auseinandersetzen. Das müsste eigentlich täglich irgendwie ja, vor uns sein. Da würden wir es wahrscheinlich auch angehen. Ja, also zum einen, ich habe eben im Chat geschaut, da haben die Leute sehr aufgeregt geguckt, dass mit diesen künstlichen Bienendrohnen hat sie nicht losgelassen, weil sie das aus einer Black Mirror-Folge kannten und haben sich dann gefragt, gibt es das wirklich? Das ist doch nur Science Fiction, und haben dann bei Google als ersten Suchtreffer von Vodafone einen Artikel gefunden, dass Mini-Drohnen helfen beim Bestäuben. Und der Titel darunter lautet: Forscher entwickeln Bienendrohnen, die gegen Pestizide immun sind. Wir können uns auf spannende Zeiten mit Roboterbienen freuen. Das nur so ein bisschen. Und wenn wir schon beim Zynismus sind, beziehungsweise mein Gedanke war,
es war ja vom sogenannten Problemwolf oder Problembär. Wolf war ja auch immer ein Problem. No. Mhm. Dazu zwei Dinge, die mir eingefallen sind. Einerseits habe ich so das Gefühl, dass eigentlich der Problemmensch ein Faktor sein könnte. Also ich habe mir gerade überlegt, was wäre eigentlich, und das ist natürlich der Zynismus auf die völlige Spitze getrieben, wenn der Mensch von heute auf morgen ausstirbt, was würde sozusagen mit der Biosphäre passieren? Die würde sich wahrscheinlich wieder ganz gut einfinden. Ja, ja. So. Nature is healing, ja. Genau. Und dann habe ich aber noch mal gesehen, dass wir jetzt mal ein bisschen was zur Lösung haben, vom Problemwolf zum Lösungswolf. Bela Funk hat nämlich geschrieben, habe mal irgendwo gelesen, dass die Wiederansiedlung von Wölfen in einem Naturschutzgebiet zur Reduktion der Rehpopulation geführt hat, die wiederum weniger junge Baumtriebe gefressen haben. Population, nicht Repopulation, also Rehe, nicht Repopulation, die wiederum weniger junge Baumtriebe gefressen haben, was zu einem größeren, gesünderen Baumbestand geführt hat. Also das heißt, diese Mechanismen, und natürlich muss man sich dann immer wieder bewusst machen, Eingriff in die Natur haben eine Folgekonsequenz. Heißt auf der einen Seite, ich kann natürlich auch andere Effekte erzeugen wie zerstörerische, heißt aber auch im Umkehrschluss, man weiß trotzdem immer noch nie 100%, was es noch für weitere Probleme neue erzeugen kann. Das ist auch so ein Ding der Komplexität, die man beachten muss. Und das hat, glaube ich, Humann am Eingang auch gesagt. Wir müssen auch grundsätzlich ein Bewusstsein dafür schaffen, dass egal, was wir tun, wir erzeugen eine Veränderung. Ja. Und deswegen ist es dann umso wichtiger zu gucken, was. Ja. Zwei kurze Punkte dazu. Ja. Genau, das ist es. Also vieles davon kann man mit dem, ja, also einfach sich das selbst überlassen oder beziehungsweise mit kleinen Dingen dann schon viel machen. Da ist auch einfach viel Wissen um Natur und Naturgewühl verloren gegangen. Beispielsweise, wenn du sagst, ich möchte jetzt gern was gegen Schädlinge tun, da helfen zum Beispiel Marienkäfer. Die sind halt, also überall da, wo du dann so ohne Pestizide und so weiter, da kommen dann auch natürliche Fressfeinde der Schädlinge an deinen Crops. So. Und das andere ist dieses technische Problem mit mehr Technik zu lösen, ist meist dann auch wieder so ein System-Mindfuck. Beispiel, man hat mal gemerkt, so Schornsteinemissionen ist ja irgendwie blöd. Okay, dann bauen wir oben Filteranlagen drauf. Super, kam erstmal oben ja nichts mehr raus, aber dann hast du diese Filter, die halt so stark belastet sind, dass sie Sondermüll sind, dass du sie entlagern musst. So, dann hast du also quasi das Problem nicht gelöst, das ist nur verlagert. So, da muss man dann eben da rausdenken, aber da, wie gesagt, das werden wir im Lösungsteil, da werden wir unheimlich interaktiv werden, sehe ich schon. Das ist ja irgendwie voll super. Sehr gut. Ja, das, damit endet jetzt gerne Part 1. Jetzt weiß ich, soll ich schon mal auf die nächste Folie schalten? Ja, ich starte dabei die neue Rubrikenmusik. Erstmal an der Stelle vielen Dank. Vielleicht bleiben wir noch mal ganz kurz. Ja. Also vielen Wahnsinn, Jens, was du da sozusagen alles aufgemacht hast und die Zusammenhänge und auch sehr spontan auf die Fragen und so weiter. Ich würde jetzt sagen, wir sind auch sehr erschlagen jetzt erstmal von genau diesem Thema. Und es ist ja so, es ist ja jetzt heute keine einmalige Sache. Also der Chat applaudiert auch. Vielen Dank für diesen großartigen Überblick. Das war großartig. Wie gesagt, werdet Teil, wenn ihr Interesse habt, der Critical Community auf Discord. Da war nämlich die Frage, ich habe jetzt einfach versprochen, dass wir das machen, die Präsentation teilen. Ich weiß nicht, ob dir das recht ist, Jens. Wir werden auf jeden Fall die Inhalte rüberbringen. Genau. Also die Inhalte teilen wir mit euch auf Discord. Und ja, also nochmal vielen Dank für die wundervolle Übersicht. Und es ist ja heute sozusagen ja auch der Aufschlag. Also deswegen müssen wir euch auch ein bisschen erschlagen. Die Idee hinter diesem Format ist ja, dass wir alle zwei Wochen über das Thema vertiefend sprechen. Und wir wollten am Anfang einfach nochmal ja, die volle Breitseite geben, um zu zeigen, worüber müssen wir alles sprechen. Deswegen ist natürlich heute der Lösungsansatz ein bisschen zu kurz gegangen. Aber so ganz ohne Lösung lassen wir die Leute ja auch nicht gehen, oder? Nee, also wir haben jetzt ja noch andere Rubriken, wo es ja auch noch ein bisschen, noch ein bisschen lebensnäher wird. Und wie gesagt, ne, das erste Teil ist halt eben, was ist das Problem? Der nächste Teil, der ja nicht heute kommt, sondern der die nächsten Mal kommen muss, wird dann eben sich darum drehen, warum ändert sich nichts und was müsste sich ändern. Und dann werden wir ab dann mit euch gemeinsam und mit Gästen und so weiter immer wieder auch mal so einzelne Punkte dann wirklich in der Tiefe dann
auseinandernehmen. Genau. Und wir können sozusagen dann auch immer auf die alten Folgen referenzieren. Das war nämlich der Sinn der Sache, warum wir das am Anfang so geballt machen müssen, damit wir später, wenn wir sagen, ja, und das hat den und den Einfluss, dann könnt ihr das nochmal nachgucken. Oder Leute, die dazukommen, das war so Sinn und Zweck. Und deswegen mussten wir alle heute ein bisschen durch die Folter durch. Ja, lass uns in die zweite Rubrik gehen. Sehr gerne. Ich schalte um und ich mache hier aber so ein Sounding. Ja, warte, so, bam.